Hey, alle miteinander. Da hat er doch vergessen, das Mikro einzuschalten. Na sowas. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt und dass ich die Musik endlich leiser gemacht habe. Und ich hoffe, ihr hattet bisher einen wundervollen Sonntag. Jetzt gibt es noch eine Runde Planet Zoo auf diesem Kanal. Und zwar in unserem Mittelerde Zoo. Da ist er. Wir kennen ihn ja bereits seit einigen Wochen. Ende nächster Woche wird das große Planet Zoo Mordor Finale hier kommen. Und dann schauen wir mal, bisschen mehr Lack auf die Musik, so. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wahrscheinlich mit der Mini-Zoo-Challenge. Ich war vorhin kurz schon mal in diesem Zoo und habe festgestellt, dass es hier Nachwuchs gab bei den Kleinen. Oh, Mai, ist das putzig. Lulli. Na super. Gab's da keinen besseren Namen als Lulli. Ist auch überhaupt nicht fruchtbar, das Tier. Ach Gott, das kann man direkt wieder abstoßen. Da müssen wir eine bessere Alternative zu finden. Gibt es noch ein weiteres Tier? Ja, Shai Ming. Ist wiederum umso besser. Von den Werten her 90, 80, 60, 80. Das ist hervorragend. Was will man denn mehr, Freunde? Als so ein Shai Ming-Ding hier. Okay, dann weiß ich jetzt schon, dass ich mit kleinen Goldpannern kann man richtig gut handeln. Die gehen extrem gut weg, wie ich inzwischen weiß. Das heißt, wir können da auch unser Konto mit den Arterhaltungspunkten ein bisschen auffrischen. 27.000 ist jetzt nicht allzu viel. Das reicht gerade nochmal für zwei, drei richtig gute Tiere, wenn man clever kauft. Bei den Bären scheint auch alles in Ordnung zu sein. Ich habe etwas Neues, liebe Freunde. Ich hoffe nur, und zwar für diesen Wald hier. Das ist ja der Wald zwischen dem Auenland, das sich hier befindet, und den einsamen Landen. Das ist dieses kleine Waldstück, in dem die Trolle versteinern beim Hobbit. Und ich habe das schon mal erzählt, wenn man sich den Herrn der Ringe anguckt, der ja weit vor dem Hobbit gedreht wurde, sind in diesem Wald trotzdem in einer Szene die versteinerten Trolle aus dem Hobbit, die ja wiederum später gedreht wurden, zu sehen. Das finde ich ein wahnsinnig interessantes Detail. Und diese versteinerten Trolle werden wir jetzt in diesen Wald hier einbauen. Einfach, weil das der Weg der Gefährten ist. Sie sind in diesem Wald. Gamesound haben wir auch. Ja, jetzt haben wir Gamesound. Weil die Hobbits durch diesen Wald gehen, nachdem sie das Auenland verlassen haben, in dem diese drei versteinerten Trolle sitzen. Und ich glaube, das wäre eine gute Lichtung. Oder eher hier. Na, hier ist man schon um die Ecke. Hier sieht man das Auenland nicht mehr. Dann machen wir das doch hier auf die Ecke, oder? Hier ein bisschen umbauen. Ich hoffe, dass die Trolle jetzt noch im Inventar sind. Ich guck gleich mal nach. Monkey, grüß dich. Ich flach das Gelände jetzt erstmal an der Stelle ab und später kann ich es ja nochmal ein wenig rauer machen, ein bisschen auf. Es geht mir super, vielen Dank, wie geht es dir? So. Ein bisschen aufrauen. Und diesen Schwebebaum wollen wir natürlich auch nicht haben. Ja, aber der ist... Da fehlt irgendwas an dem Baum. Irgendwas hat die KI jetzt hier gerade gelöscht. Egal, machen wir das mal so. Das passt. So, jetzt gucke ich mal, wo sich die Trolle befinden. Ja, da sind sie doch. Da sind meine Lieblingstrolle. 1, 2, 3. Müssen wir ein bisschen drehen. So. Und mal hier runter. Ja, das ist... Muss die Szenerie gleich ein bisschen noch anpassen. So. Na, das ist doch mal was. Nicht schlecht. Es wird gleich wieder hell. Liebe Freunde, wisst ihr, keine Sorge. Bei mir ist immer nur kurz dunkel, während die Animation läuft. Aber ich muss es gerade ein bisschen laufen lassen. Muss es gerade ein bisschen laufen lassen, um ein wenig Geld zu verdienen. Passt schon, außer dass ich die Nacht durch Minecraft gedaddelt habe. Ich hoffe im Survival. Monkey, wir haben ja gestern einige Defizite bei dir im Survival festgestellt. So, ich denke, hier sind die Trolle gut aufgehoben. Ich war auch total komisch, warum... Übrigens, außerdem, du schreibst Minecraft-Fahrt, was ich immer sehr witzig finde, wenn das einer schreibt. Ja, immer Meister. Ja, sehr cool. seltsam, ich habe mich gestern um 10 ins Bett gelegt, war um 3 Uhr wach. Heute Morgen um 3 und dachte dann so um 8, jetzt stehst du endlich auf und machst gleich um 10 den Stream an. Und dann bin ich wieder eingeschlafen bis 13 Uhr. Also, sehr komische Schlafkonstellation.
Ich mag das, wenn einer Minecraft-Fahrt schreibt, weil das klingt wie, ich sag nicht, wie das klingt, aber Fahrt können wir alle übersetzen. Ein Lagerfeuer vor den Trollen wäre gut, ne? Die haben ja versucht, die Hobbits da zu grillen an der Stelle. Die Zwerge, nicht die Hobbits. Es waren ja nur Zwerge und ein Hobbit. Wie machen wir denn jetzt Lagerfeuer? Ich glaube nicht, dass es ein Lagerfeuer gibt. Es gibt irgendwas Feuerartiges, aber nur diese afrikanische Feuerstelle, glaube ich. Ja, das ist das Ding hier. Aber vielleicht kann ich das Ding eingraben, dass nur die Glut rausguckt. Ja. Nee. Ich probiere mal was. Vielleicht kriege ich es ja. Man kann sich doch mal vertippen. Klar kann man sich vertippen. Okay, das wäre immerhin schon mal eine Glut. Diese Ränder werde ich jetzt mit... Da müssen wir jetzt irgendwelche Stämme oder Äste oder sowas drüber legen. Stämme oder Äste drüber legen. Was ist das hier? Das ist der unechte Ast. Nee, das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Gucken wir mal, was es zum Thema Ast gibt. Es gibt Äste, aber nur von der Birke, glaube ich. Oder wir machen einen Steinkranz drum. Ja, ich glaube, wir machen einen Steinkranz drum. Das ist schon mal gut. Aus, ja, was mag hier sein? Gemäßigter Fels, glaube ich. Ne, machen wir. Ich glaube, gemäßigter Fels ist doch gut. Für diese Kiste hier. Da kommt der Schwabe wieder raus. Ich bin kein Schwabe, ich bin Kölner, aber einem dummen Umstand geschuldet klingt es manchmal schwäbisch. Wenn ich dir meine Welt zeige, lachst du mich aus. Ich lache dich nicht aus, Monkey. Ich lache mit dir. Nein, wahrscheinlich nicht. Wenn ich dir meine erste Survival-Welt zeige, dann lachst du mich aus. Aber wir können ja uns ja mal die ersten Welten gegenseitig zeigen. Das klingt falsch, aber du weißt, was ich meine. Ich muss allerdings gucken, ob ich meine... Doch, ich habe meine erste Welt noch. Das war meine allererste Welt, da hatte ich noch gar keine Ahnung von Minecraft. Die ist zwar dann auch gewachsen über die Jahre mit den Versionen... Aber sie sieht trotzdem sehr seltsam aus. Sie ist auf jeden Fall sehr Cleanstone-lastig. Das kann ich schon mal sagen. Hey Tim, grüß dich. Mein PSP Prestige-Projekt fiel mit einem Stromausfall zum Opfer. Oh nein! Das ist natürlich richtig krass. Großartiger Verlust hatte ich bei Minecraft nicht. Ich habe sogar mal versucht, früher Minecraft auszutricksen, dass wenn ich sterbe, vielleicht doch einen alten Spielstand wieder geladen kriege. Aber selbst wenn du den Spielstand auf einen Stick oder auf eine Platte ziehst und dann nach dem Sterben versuchst zu installieren, es ist nicht möglich, einen Minecraft-Spielstand so zu safen, dass du nach deinem Tod an dieser Stelle wieder anfangen kannst. Außer natürlich, wenn man es komplett hackt, wird es wahrscheinlich funktionieren, aber das will man ja natürlich auch nicht. Und inzwischen gewöhne ich mich ja daran, hin und wieder zu sterben. So. Diese zwei Streben hier in der Mitte, da machen wir jetzt Äste drüber. Ich hoffe, dass ich die finde. Wo mögen die sein? Ich glaube, das sind Birkenäste. Achso, ich bin im... Warte. Ja, hier sind sie. Das sind diese Dinger hier, ne? Papierbirke. Ja, sehr schön. Ja, Safe Game im Arsch und einem halben, dreiviertel Jahr Arbeit. Ach krass, das ist richtig heftig. So viel Arbeit. Kann man die hier umfärben in schwarz? Eigentlich müssten die ja holzkohlig sein, aber man kann die natürlich nicht umfärben. Warum sollte man auch? Das hier übrigens... Warte. Ist der Donnerberg, wo der Ring am Ende reingeschmissen wird. Nur, dass ihr das schon mal gesehen habt. Haha, ist das geil, oder? Ist das geil? Kommen wir aber nächste Woche erst zu, wenn wir Mordor bauen. Nur, ich wollte es nur mal kurz zeigen. So. Ich muss hier noch ein bisschen mehr randomisen. Ich drehe das einfach mal ein bisschen ein hier. So. Und wie gesagt, hier muss irgendwas zwischen. Aber ich weiß noch nicht, was und wie. Denn die Stöcke sollten halt schwarz sein, aber das sind sie nicht. Weil Papierbirke selten schwarz ist.
Und wenn ich die jetzt hier unten brennt ein Feuer und wenn die dann da so weiß oder wie die auch immer sind, da drüber gelegt werden, ist das nichts. Da muss ich nochmal gucken, ob ich nicht irgendwo, ob wir irgendwo was Schwarzes haben. Vielleicht im Afrika-Pack. Da kann es sein, dass vielleicht ein paar schwarze Stämme. Das kann man jetzt, wenn man es als Clip macht, mit den schwarzen Stämmen, was ich hier erzähle, auch falsch deuten. Ein paar schwarze Zweige finden. So. Ob wir hier noch ein bisschen Rauch machen? Ja, auf jeden Fall, ne? Feuer macht ja Rauch. Auch wenn es jetzt nur Glut ist, aber wir haben doch sicherlich einen Raucheffekt, der das Ganze untermalt. Oh, hier ist er. Der Mount Doom. Raucheffekt, groß finde ich gut, klein. Versuchen wir es mal mit dem mittleren. Oder? Machen wir das Ding mal in die Mitte. Yes! Schön. Jetzt haben wir ein Feuer mit Rauch, was die Trolle hier. Die Trolle sind ja seit ungefähr 3000 Jahren versteinert an der Stelle. Also eigentlich müsste das Feuer lange aus sein, aber ich finde es passender, wenn wir da einfach ein Feuer hinmachen. Das erklärt den Leuten wenigstens, worum es sich mal gehandelt hat. Dann müsste es auch jeder einwandfrei erkennen. Guck mal, was wir zum Thema Äste haben. Hier sind doch, aber die sind alle bemalt, glaube ich, ne? Ja, ja. Das hilft uns jetzt auch nicht sonderlich weiter. Dann muss ich das mit den Ästen mal. Oh, was ist hier? Aquatisch unecht, ne? Schade. Festliche Beeren. Dass es hier noch kein klassisches Lagerfeuer gibt in Planet Zoo. Vielleicht diesen Bus? Nein. Ja, ich fürchte. Dieses Boot passt auch nicht. Der Max, hallo. Und ach, unser Moderator. Ja, wir müssen gleich nochmal einen nachlegen, wie ihr wisst. Die Aufnahmen gestern von der zweiten Kamera sind 0% zu gebrauchen, leider. Deswegen müssen wir gleich nochmal ein paar Shots machen. Aber ich weiß nicht, ob der Jan dabei ist. Der hat mir gerade irgendwas geschrieben, aber ich weiß nicht was. Weil ich nicht mehr geguckt habe. Gut. Okay, wir schieben das auf, bis ich mir was zum Thema schwarze Äste überlegt habe. Aber da warte, ich habe gerade noch eine Idee. Bevor ich es jetzt. Bevor ich das jetzt hier nochmal aufgebe. Vielleicht gibt es nämlich was in diesem Afrika-Pack, was ich schwarz färben könnte. Dieser afrikanische Ast zum Beispiel. Aber da kann ich die Farbe auch nicht verändern. Nee. Oh, was ist bei den Kunstästen? Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Diese künstlichen Äste aus dem Aquatic Pack. Hier. Nee, ich meine, sie sehen jetzt auch nicht so toll aus, aber vielleicht kann man die umfärben. Ja, man kann sie umfärben. In schwarz. Ja, aber das bringt es auch nicht hin. Sieht das gut aus? Sieht das aus, als wenn das Ding verbrannt wäre? Schon ein bisschen, ne? Wenn man hier so mit Abstand steht. Ja, cool. Dann versuche ich damit mal gerade so ein Feuer zu bauen irgendwie. Ja, das könnte klappen. Oh ja, das klappt sogar sehr gut. Der Zoo ist schon wahnsinnig schlecht hier mit der Performance gerade. Das wird auch nicht weniger, wenn ich Mordor baue. Sieht aus wie eine Nase. So. Oder? Das sieht doch aus wie angekuckeltes Holz. Ja, sehr schön. Da gucken wir, was wir da noch finden. Wo war das jetzt? Bei Requisiten. Genau. Ich gucke ja mal hier. Unecht hieß das, ne? Unecht. Ja. Jetzt den Ast noch. Wenn wir den auch schwarz färben können. Nekon, grüße dich. Dann kann ich den vielleicht querlegen.
So. Ja, noch ist es nicht das, was ich will. Ich will den blauen Pfeil haben. Ah ja. So. So, das ist doch gut. Wenn wir den noch einmal kopieren. Und hier nochmal... Ja, so wollte ich natürlich nicht drehen. So, nochmal einmal querlegen irgendwie. Dann haben wir doch eine kleine Feuerstelle errichtet. So. Ich denke, das kann man so als Feuerstelle durchgehen lassen, oder? Sieht man auch noch ein bisschen Glut, es dampft ein bisschen, die drei Trolle stehen drumrum. Passt doch. Jetzt müsste hier noch so ein bisschen schwarzer Kohlerand drumrum. Ah, ich weiß, wie wir das machen. Tropenfelsen sind sehr, sehr dunkel. Dachte ich. Tropenfelsen sind doch eigentlich dunkel. Aber nicht immer und auch nicht an jeder Stelle. Nach welchem Prinzip das funktioniert, weiß ich leider auch nicht. Die sind mal heller, mal dunkler. Oder gibt es dunkle Felsen außer Truppen? Ich glaube nicht. Oder vielleicht irre ich mich auch gerade. Kann ja auch sein. Ah, hier sowas. Kann man diesen unechten Aquatic irgendwie umfärben? Das wäre natürlich mega gut. Kann man. Bitte einmal in schwarz. Ja. Dann sieht es noch. Oder in grau. Das ist eher was wie Holzkohle, ne? Oder wie sie so Kohle, die da abgesprottelt ist. Ich muss gleich mal gucken, wenn ich da jetzt noch was Hellgraues so als Kontrast mit reinmache. Ja, wenn muss das hier ganz gecovert sein. Ja. Ja. Ich denke, damit kann ich leben. Und wie ist es gestern gelaufen? Ja, ist ganz gut gelaufen. Ich hatte tolle Kandidaten und... hätte meine zweite Kamera nicht versagt, wäre es perfekt geworden. Alles klar. Wir kommen also als Besucher hier angelaufen und sehen hier diese Trolle, die da vor ihrem Lagerfeuer sitzen. Manchmal spritzt hier so Funken hoch und es dampft. Und was will man mehr, Freunde? Was will man denn mehr? Finde ich cool. Gut geworden. Hab allerdings beschlossen, das Ganze hier hinten noch etwas dichter zu gestalten. Also nochmal ein bisschen die Nadelbäume zu vervielfältigen. Damit die Durchsicht sozusagen nach hinten hin kaum noch, bis am besten sogar gar nicht mehr gewährleistet ist. Aber ich kriege hier langsam Probleme mit der Performance. Ich hoffe nicht, dass ich das Projekt abbrechen muss. Aber ich glaube, es ist gut, wenn Mordor fertig ist, dann geht es einfach nicht weiter. Weil das Ding dann nur noch ruckelt wie bekloppt. Oh, das ist doch... Ach, guck mal, wie schön dicht das jetzt ist. Wo sind die Trolle? Hier sind die Trolle. Ja, es ist schön dicht nach hinten geworden. Dann machen wir es hier auch nochmal ein bisschen dichter. Weiß gar nicht, wie dieser Wald heißt. Hat dieser Wald überhaupt einen Namen? Herr der Ringe-Freaks, wenn ihr das wisst, sagt es mir. Das ist der Wald hinterm Auenland, wo die Trolle sitzen. Versuch's mal auf diese Weise. Das hier ist ja jetzt eh die hinterste Reihe. Wenn wir jetzt hier nochmal zwei Bäume vorsetzen, die hier zum Beispiel, die Scheinzypressen, die decken auch immer wahnsinnig viel ab. So. So sieht's doch sehr dicht aus. Jetzt können wir auf jeden Fall nicht mehr hinten durchgucken. Und in diese Peripherie zu den Servicegebäuden sozusagen. Das gefällt mir. Jetzt muss es hier noch dichter. Also alles in allem muss der Wald einfach an manchen Stellen noch dichter gemacht werden. Nicht überall. Hier zum Beispiel. Ja, hier könnte noch ein bisschen, weil hier auf dem Teil fehlt noch ein bisschen was. Dann nehmen wir doch hier einfach nochmal ein paar Bäumchen und setzen die hier rein. Scheinzypresse. Darf hier natürlich auch nicht fehlen.
So. So. Ich glaube, wenn man die dreimal nebeneinander setzt, ist es auf jeden Fall dicht, oder? Ja. Blickdicht in die Richtung. Das gefällt mir. Das ist gut. Ich habe den Eindruck, dass hier noch was fehlt. Ach, wir könnten hier mal ein End hinsetzen. Gucken, ob ich den finde jetzt auf Anhieb. Was ist das? Nee, das ist die Spendenbox ESL. Irgendwo hier müsste ein End sein. Moment, ich guck mal bei Steam nach. Ja, da ist er. Oh, der ist aber groß. Ha! Baumbart heißt er. Wer ihn nicht kennt. Wow, wie setze ich den denn hin? Der ist geil, oder? Da kannst du nichts sagen. Aber der ist groß, der ist riesengroß. Den muss ich... Warte mal, wo kann man den denn hinsetzen, dass man den sieht? Den kann man hier irgendwo in den Hintergrund... Ah, hier in die... Hier vielleicht, ne? Einsame Lande? Der gehört nicht... Also, Baumbart gehört ja nicht in die einsamen Lande. Aber ich hatte mich jetzt doch zu ein paar Bäumen entschlossen in den einsamen Landen. Und warum also nicht einen Baumbart auch? Er ist wirklich riesig, ne? Das habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Die wahre Größe von Baumbart. Aber an sich nicht schlecht. An sich nicht schlecht, dann steht er da rum. Ist das krass. Gut. Sein Standort. Wir kehren gleich zu den toten Sümpfen zurück, liebe Freunde. Macht euch da mal keine Sorgen. Aber ich muss hier gerade noch ein bisschen aufpeppen. An verschiedenen Stellen. Hier zum Beispiel. Ah, die Olivenbäume, die machen sich auch ganz gut hier. Deswegen habe ich sie gepflanzt. Es wird gleich wieder hell. Ich kann auch gleich die Animation wieder stoppen. Im Grunde genommen, ich mache es ja nur gerade ein bisschen, um Geld zu verdienen. Nachdem wir für das letzte Gehege haben wir über 100.000 Euro Dollar ausgegeben. Deswegen ist es ganz gut, wenn man zwischendurch mal ein bisschen Geld verdient einfach. So. Wichtig ist immer, wie sieht es aus der Perspektive des Besuchers aus, aber aus der Besucherperspektive fällt das schon kaum ins Gewicht, was ich da veranstalte. Das ist okay. Das ist okay. Nehmen wir so ein bisschen Evergreen hier. Ja. Ah, nee, lieber das hellere. Dieses grünere. Also das blassgrüne. So. Danach suchte ich. Nach blassgrün. Das wird hier oben niemals einen Besucher zu Gesicht bekommen, aber ich fühle mich besser, wenn ich das so mache. Ich muss auch jetzt, wenn ich, sag ich mal, so eine halbe Million hier angespart habe, die Besucherzahl drosseln. Wir sind jetzt bei 3000 Besuchern, dann werde ich die auf maximal 500 drosseln. Dann gibt es zwar nicht mehr so hohe Einnahmen, aber wir brauchen für Mordor maximal noch eine halbe Million, deswegen... Deswegen ist es jetzt gar nicht so dramatisch. Und dann muss ich den Zoo auch noch einmal ganz leer bekommen für einen Rundgang. Einen Rumpfgang. Und das wird das Schlimmste, weil dann nehme ich in der Zeit ja nun mal gar nichts ein. Das ist dann der finale Rundgang sozusagen. Und dann ist auch das Projekt nächste Woche Sonntag mit dem letzten Rundgang sozusagen beendet. Haben wir auch, ich glaube, 4 Wochen haben wir dann daran gearbeitet. Das ist okay. Für so ein Mörderprojekt hier ist das eine gute Zeit. Aber länger sollte es dann noch nicht dauern. Und vor allen Dingen muss ich mich dann um die Mini-Zoo-Challenge kümmern. Die läuft ja auch schon in knapp 6 Wochen aus. Und da ich da ja so ein Hakuna Matata veranstalte, muss ich da auf jeden Fall mich ranhalten. Weil 6 Wochen ist nicht viel Zeit. Und diese geht ja noch eine weitere Woche verloren. Durch dieses Projekt. Und dann bleiben am Ende
nur noch 5 oder 4 Wochen und dann ist die Mark auch nur noch 50 Pfennig wert und dann ist eh alles vorbei. Nein, ah, was macht er denn da schon wieder? Ich müsste eigentlich dahinter noch einen Berg setzen und nochmal versuchen, den Wachturm von Amon-Sul zu bauen, nachdem das ist ja schon mal einmal richtig gescheitert, Leute. Ich werde es wohl nicht probieren. Ich hatte euch damals versprochen, dass ich es nicht mehr probiere, den Wachturm von Amon-Sul zu bauen. Obwohl, ihn einfach nur als Hintergrund in den Hintergrund zu setzen, das wäre natürlich gut, das ist als Gehege umzubauen. Das ist ja nun mal letztendlich gescheitert. Ich brauche auch noch eine Tierart für heute. Ich weiß noch nicht, welche Tierart wir nehmen, aber das Problem ist ja nun auch hinlänglich bekannt, dass ich mir niemals überlege, vorher welche Tierart. Es ist noch eine fürs Sumpfgebiet, wohlgemerkt. Für die Totensümpfe, die da hinten zu sehen sind. So. Stark. Sieht's jetzt aus von hier unten? Ja, doch, oder? Jetzt sehen wir, dass da oben noch ein bisschen was wächst, aber wir sehen nicht mehr, was dahinter ist und ich glaube, alles in allem sind die einsamen Lande jetzt gar nicht mehr so einsam und so so trocken, wie sie mal waren. Aber das soll ja auch... Die Zoobesucher wollen ja auch ein bisschen was sehen. Und der tristeste Teil in diesem Zoo ist halt der mit dem Moria-Eingang. Das ist in Ordnung. Was haben wir hier für Liegen? Gemäßigte Felsen, ich verstehe. Gemäßigt. Mäßigen Sie sich, Herr Felsen. Hier vielleicht so ein bisschen? Ich finde diese Baumstümpfe, die kriegt man leider nicht weg, unter keinen Umständen. Ja, kann man mal einen Felsen drüber setzen. Ich muss das jetzt immer zwischenspeichern regelmäßig. Sonst kann es nämlich passieren, der ist jetzt schon mal einmal rausgegangen aus dem Zoo, weil er überlastet war. Ja, der Rechner arbeitet auch ziemlich. Aber das ist ja auch schon extremst OP. Ich hätte gerne noch einen Busch. Welche Büsche verwenden wir denn noch üblicherweise? Sowas und Farn noch? Ja, vielleicht noch ein Farn da rein, in die Ecke. Hierhin so mit dem Mülleimer. Ja, das passt ganz gut. Ja, cool. Haben wir das hier auch nochmal ein bisschen aufgepeppt in der Ecke. Mir hat das nicht gefallen, dass es hier so erdig war an der Stelle, ohne dass ich da irgendwas noch hingesetzt hatte. Ja, gut. Ja, der Baumbart hier ist schon geil. Wie gesagt, für alle Herr der Ringe-Fans da draußen, ich weiß, er gehört nicht in die einsamen Lande, Baumbart, aber... Ich weiß nicht, wo ich ihn sonst unterbringen soll, weil Isengard kommt ja nun mal nicht vor. Isengard gibt's hier nicht. Das hier lassen wir so, wie es ist, den Teil. Damit er so ein bisschen verlorener ist. Bei den Dammhirschen tut sich was. Muss jetzt noch ein bisschen Tierpflege machen, Freunde, und dann gehen wir an die nächste Tierart in den Totensümpfen. Wie ist denn hier die Lage grundsätzlich bei unseren Hirschen? Wie geht's ihm? Ben, dem geht's gut. 5,6, ja, der kann auch ein bisschen. Da war noch was bei den Rothunden. Mitglied des Rudels. Kampf bei den Privalski-Pferden, das ist nicht gut. Oh nein, das ist wirklich nicht gut. Wer fightet sich hier denn? Ah, es gibt ein zweites erwachsenes Männchen, habe ich den Eindruck. Genau. Ganbatar, du kommst weg. Wupp. Du bist nämlich nur silbern. Silbertiere wollen wir nicht. Wow. Xanadu wird auch bald sterben. Irgendwo hatten wir noch einen anderen Zuchthengst, der mit Narangirel Nachwuchs zeugen sollte. Allerdings, ich dachte, da liegt ein totes Pferd. Das ist eine Melone. Sie kann auch weg. Sie ist auch jetzt nicht so prickelnd. Und das ist auch ein älteres Tier. Wo ist denn hier der Hengst? Den wird es ja wohl nicht dahin gerafft haben. Wo ist er?
Man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Doch, da ist er. 5,4 Jahre. Der hat noch 15 Jahre vor sich. Der kann noch eine Menge Nachwuchs zeugen. Und die Kinder, wie sind die so drauf? Naran Batar, auch ein guter Hengst. 1,8 Jahre. Den können wir gut verkaufen später. Und hier war noch irgendwo ein Fohlen. Hier ist noch eins. Auch gut. Ein Weibchen hat auch exzellente Werte. Können wir auch prima verkaufen. Stark. Dann wollen wir doch mal den Handel gerade noch antreiben. Oh, die Schneeleoparden hatte ich auch zum Verkauf gesetzt, ne? Für diesen Schneeleoparden wollte ich 1000 haben. 1500 haben, genau. Weil er nur silbern ist oder sogar nur Bronze. Für Timichin wollte ich 2000 haben. Ich glaube, die gehen auch weg. Und Erden ist sehr schlecht, aber der ist immer noch... Was hatten wir? 1500? Dann kann ich hier immer noch 850 für verlangen. Okay, für Ganbatar Top-Werte. Außerdem ist es ein Hengst. Hengste laufen bei den Privalski-Pferden immer besser als die Stuten. 1500. Und sie ist leider überhaupt nicht fruchtbar. Das heißt, sie kriege ich nicht verkauft. Vielleicht nicht verkauft, aber ich mache mal 250. Vielleicht hat jemand ein Herz und nimmt dieses Pferd trotzdem auf, bevor ich es für 58 in die Wildnis entlasse. Alles in allem, wenn die Tiere weggehen, haben wir ein gutes Geschäft gemacht, wie ich finde. Bäm. Irgendwie fehlt hier noch was. Muss ich mal drüber nachdenken. Es gibt ja immer mal so Stellen zwischendurch, wo ich mal hier wieder noch ein bisschen was ergänze und da noch ein bisschen was ergänze. Und so wird das auch bei diesen Trollen sein. Allerdings wird Mordor noch so wahnsinnig viel Arbeit sein später. Und wie gesagt, die Performance ist jetzt schon hier ziemlich am Ende. Ich verspreche euch eins, wenn mein Rechter diese Performance hier mit Mordor nicht schafft, baue ich einen einzelnen Mordor-Bereich in einem als separaten Zoo sozusagen, weil das, was ich dafür kreiert habe, das darf ich euch nicht vorenthalten. Das ist zu gut. Oder es ist mega gut geworden und es wäre schade, wenn es keiner zu sehen bekommt, weil mein Rechner zu lahm ist. So. Ist es jetzt hier dichter? Oh ja. Ja, das ist gut. Da kann ich mit leben. Hier wäre noch... Hier ist auch gut. Also, das ist okay. Das ist in Ordnung. Hier ist es auch in Ordnung. Ja, hier könnte man vielleicht noch ein bisschen verdichten. Ah, nee, da ist ein Berg. Das geht auch. Cool. Dann haben wir den Wald dicht geschaffen. Dicht geschaffen. Ein Gedicht geschaffen. Ja, vielleicht könnten wir hier noch ein bisschen... Felsen reinmachen einfach. Finde ich passender. Als das, auf was wir gerade da geguckt haben. Ich das Ding hier einfach, genau, den Fels ein bisschen weiter rumziehe. Ja. Ist jetzt besser als dieser komische Berg, den wir da gerade gesehen haben. Diesen halbfertigen Hügel, den ich da mal aufgeschichtet habe. Durchaus berechtigt aufgeschichtet habe. So. Ah, hier ist ein bisschen viel. Weil hier ist ja noch... Ich bin mit dem Standort von Baumbad noch nicht zufrieden. Da muss ich doch mal drüber nachdenken, ob das das ist. Und ich hätte gerne die Kapuzenblume separiert, aber irgendwie... Irgendwie will sie nicht. Entweder habe ich Olivenbaum oder immergrün. Dann nicht. Kapuzenblume. Tickets schon wieder zu günstig? Ich wünschte, das wäre immer so im Real Life, dass die Leute sagen, die Tickets sind zu günstig. Nimm mal mehr für die Tickets. Die Abos hier auf deinem Kanal sind zu günstig. Nimm mal mehr für deine Abos. Hat's schon wieder erledigt. Okay, war nur ein kurzer Anfall. Das ist schon gewagt mit der Fächerblume, ne? Ich habe ja gesagt, keine Farbe, aber hier vorne ist es... Hier vorne fand ich es, glaube ich, okay, weil das gerade so der Übergang ist, ja. Jetzt habe ich hier jemanden Menschen angeklickt.
Alles klar. Ich denke, wir sollten es jetzt bei den einsamen Landen soweit belassen und rüber marschieren zu den Totensümpfen. An dem Moria-Bereich hier muss ich auch nochmal arbeiten, aber da weiß ich noch nicht, was ich verbessern könnte oder wie ich es verbessern könnte. Ist halt ein bisschen trist hier alles. So, aber hier sind keine Besucher, hier haben wir also unsere Ruhe in den Totensümpfen. Bei deinem Aufwand ist das Abo ja auch zu günstig. Will mal so sagen, die Stufe 1 ist vielleicht zu günstig. Ja, es ist ja okay, aber es hilft mir weiter. Seitdem ich hier dieses halb Wasser, halb Moos gemacht habe, bin ich sehr viel glücklicher mit den Sümpfen als vorher. Wir müssen noch einen Gollum bauen, den habe ich noch nicht fertig gekriegt, der kommt hier auf den Felsen. Und jetzt ist die große Frage. Eine Tierart noch oder zwei Tierarten? Hier soll noch eigentlich eine Tierart hin. Und vielleicht auch noch hier in den Bereich. Ich muss allerdings jetzt erstmal den Nebel abschalten, sonst kann ich nicht arbeiten. Die große Frage ist nur... Ah, ich glaube, hier in den Bereich mache ich lieber irgendein Feature hin, weil hier sollen ja Buden dran. An dieses, ich glaube, das machen wir jetzt mal. Einfach mal ein paar Buden hier dran setzen zwischendurch. Ich höre schon wieder die Abhauglocke. Hier. Bei den Varanen. Sie wird lauter. Sie ist aus. Okay. Machen wir erstmal die Buden hier dran. Um die Performance noch mehr zu schädigen. Also, einmal die Buden. Was gibt's hier? Klassiker, würde ich sagen. Ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken, ne? Und ich stoppe jetzt die Animation, damit ich die mal in Ruhe bauen kann. Außerdem haben wir noch kein Design für die Totensümpfe. Das ist aber kein Problem. Doch, ich habe ein Design. Hole ich mir jetzt das Design aus meinem Tropenhaus gerade, aus dem anderen Zoo, oder baue ich es neu? Ich baue es neu. Das ist nicht schwierig. Juice, machen wir Juice und Wasser einmal hier. Ja, ich hol's mir nicht aus dem Tropenhaus. Dann kann ich hier ein bisschen kreativer noch arbeiten, weil das vom Tropenhaus ist zwar nice geworden, aber ich könnte es wahrscheinlich noch verbessern. So. Das Ding ist, ich kann hier die Baugruppen nicht weiter bedienen. Wenn ich es machen wollte, wird es nicht funktionieren. Einmal Juice, einmal Water. Das Water kann hier rüber. Ja, weil hier auch der Weg schräg ist. Das heißt, man muss das hier so ein bisschen eindrehen. Da war er. Irgendwo ist hier immer so diese Connection. Dieser Connection Point. Ich weiß aber gerade nicht wo. Na? Da. Es soll auch nicht ganz so ordentlich aussehen, dass es nebeneinander steht. Kerl, wir sind hier in den Totensümpfen, Leute. Da hat wohl keiner dran gedacht, dass man diese Häuser gerade aneinander bauen muss. Das Restaurant, was ich in Mordor bauen wollte, fällt aufgrund der Performance leider auch weg. Denn ich zeige ihn euch nochmal. Ich weiß nicht, warum die Heatmap da immer angeht. Das hier ist der Donnerberg. Und eigentlich muss ich mir entscheiden, Donnerberg oder Barad-dûr, weil das Ding ist schon geil, oder? Es wird ein Gehege. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Es wird nicht begehbar sein. Es wird ein Gehege werden. Ich fürchte nur, wenn ich den jetzt setze, schmiert mein Rechner komplett ab. Das muss ich erstmal testen. So, also, das ist der Donnerberg. Kommen wir nächste Woche zu. Wir bleiben jetzt erstmal in den Totensümpfen. Ich nehme übrigens immer noch gerne Ideen für Tiere an. Wir machen jetzt hier noch zwei Fressbuden rein und eine Info vielleicht nochmal. Die letzte Info, die wir gebaut haben, die war am Eingang. Das heißt, unten ein Fanartikel stand. Ah, da weiß ich nicht. Nee, Fanartikel haben wir in einsamen Landen. Das heißt, hier kommt jetzt noch was zu essen hin. Vielleicht Monsieur Fried. Ja, der ist gut. Ich mach den mal hier zwischen. Wenn es denn geht. Ja, geht. Da geht er. Geht er auch ganz mittig. Ui, das ist gut. Und noch ein Essfress. Ein Essfress. Ice Cream. Passt nicht zu Totensümpfen. Pizza? Ach komm, Eiscreme. Sollte zu Totensümpfen passt, ist ja egal. Es gibt Eiscreme, Freunde. Das ist das Wichtige. Das machen wir so schräg auf die Ecke. Nicht schräg.
Und gerade vielleicht? Nee, schräg, ne? So, und eine Info. Eine Info. Und Toiletten. Ah ja, Toiletten sollten wir auch machen. Die letzten Toiletten sind nämlich auch in den einsamen Landen. Sonst müssen die Leute wieder zurücklaufen. Mordor wird es auch Toiletten geben. Da habe ich jetzt ein Toilettendesign entwickelt für Mordor. Und es hat den Untertitel, weil Mordor ja so viel Feuer ist. Scheißen im Heißen. Das darf ich nicht sagen. Ich muss gucken, dass ich das hier platziert kriege. Das mache ich hier wieder nur idiotisch. Sonst mache ich wieder nur dumme Sachen hier. Oder erzähl Mist. So. Ihr wisst übrigens, wenn ich die Toiletten aufstelle in Mordor, sage ich, mache ich das nochmal, diesen doofen Witz. Könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. So. Aber irgendwie kriege ich das hier nicht hin. Doch, da war's. Da ist es. So. Einmal das. Und einmal Toiletten. Die kommen hier auf die Ecke. Toiletten. Da sind die Schüsseln. Ah, das sind diese blöden Toilettenblöcke hier, ne? Ja, ja. Die muss ich richtig kreativ umbauen. Ah, ich glaube, ich baue da... Ich mache da einen Vorbau. Ja, ja, weil ich finde leider, das stört mich, was heißt ich finde, das stört mich einfach, dass die Toilettenblöcke so aussehen, wie sie aussehen. Oder kriegt man die unisono gefärbt? Das wäre natürlich richtig mega gut. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich glaube aber, irgendetwas davon konnte man nicht umfärben. Das waren die Fliesen und das ist der Boden. Ja, aber, ach ja, aber hier, es bleiben diese weißen Stellen, na gut. Von den Fliesen. Man muss halt sehen, dass es eine Toilette ist. Da bestehen die Programmierer drauf. So. Ja, ich denke, das ist gut. Die hier kommt noch ein Stück höher. Die ist nämlich arg tief geraten. Ich hoffe, das geht noch. Nee, es geht natürlich nicht. Und kein Strom. Das heißt, wir müssen hier noch einen Stromkreis hintersetzen. So, jetzt haben die Strom und dann werden wir das gleich noch einem kreativen Arbeitsbereich zuordnen. Die Frage ist welchem? Ich vergesse das mit den Arbeitsbereichen ja immer ganz gerne. Nehmen wir mal ESL kleiner Panda-Picknickplatz. Ich glaube, ja, das ist genau der Arbeitsbereich hier um die Ecke. Dann nehmen wir den doch einfach noch dazu. Dann hat der Techniker da auch mehr zu tun. Normalerweise muss sich ja jeder Techniker nur um ein Gehege und einen Elektrozaun hier kümmern. Also ein Elektroding. Aber dann hat dieser Techniker zwei Elektrodinger zu betreuen. So ist er halt. Hat er halt mehr zu tun. Alles klar. Das Zeug packen wir jetzt ein und zwar in dynamischen Moosfelsen, habe ich beschlossen. So. Da müssen wir jetzt etwas cleverer vorgehen. Was die Sache für mich wieder potenziell problematisch macht, mit clever vorgehen. Aber Moment, den kann ich hier ja ganz runterziehen. Da kommt ja noch was vor. Jawohl. Dann muss ich da noch irgendeine... Ich glaube, ich mache da aber irgendeine gekaufte Blende vor. Sonst kriege ich nachher wieder Probleme mit der Performance hier von den Buden. Ist ja schon mal in die Hose gegangen. Also irgendwas Sumpfartiges muss da gleich vor. Ich weiß nur leider noch nicht was. Ach, hier, wir können die, wie heißt das, was ich da immer nehme? Hier diese eine Trockenmauer nehmen und die Steine grün färben, das geht. Oder so grün-moosig färben, das müsste funktionieren. Gucken wir mal gerade. Laden, Fassaden, hier sowas. Und das gibt es als, entweder hier als grober Stein, das können wir grün einfärben, oder was ist denn das hier? Metall, nee, das können wir nicht, das wollte ich nämlich nicht haben. Oder hier Trockenmauer, ne? Da
Das ist auch eher sumpfig. Oder wir passen es hier dem Boden an. Aber das finde ich arg. Das finde ich ein bisschen zu modern. Das passt nicht ganz zum Thema Sumpf. Dieses hier. Oh, wenn es das als grüner Bambus gäbe. Warte mal, aber das kann man nicht umfärben, ne? Ne, das kann man leider nicht umfärben. Aber ist das okay, wenn ich das so mit Holz mache? Oder ich nehme diese Tempelwand. Warte, jetzt müssen wir ein bisschen experimentieren hier. Ja, das war schon mal nix. Warum will er das jetzt hier nicht an diese Baugruppe anfügen? Sonst ist er doch immer total desperate da drauf, weil ich hier irgendwas angeklickt habe. Deswegen. Hier, grüner Bambus ist auch da. Den behalten wir uns mal in der Hinterhand. Jetzt möchte ich erstmal mit diesen Tempeldingern was probieren. Aje, was ist denn hier los, Leute? Es wird das hier mit aufgerufen. Warum werden denn dann die... Ach so, ich weiß warum, ja. Okay. Wieder mal... Etwas, was ich kritisiere bei Planet Zoo. Es geht nicht, kann nicht streamen, ohne nicht mindestens einmal etwas kritisiert zu haben bei Planet Zoo. Ach so, das ist nicht gerade die Bude, deswegen macht er das nicht. Das ist auch nicht schlecht, ne? Aber es ist leider auch nicht gut. Man kann das färben, das weiß ich, aber nur in einer Farbe. Und dann müsste ich es schwarz färben oder dunkelgrün. Nee, das ist zu hippie-mäßig, ne? Ja, das ist zu hippie-mäßig. Versuche ich das nochmal mit dem... Diese... Ach so, aha, das ist das. Der hat sich hier oben der Baugruppe angepasst und nicht der Bude. Dann können wir es doch nochmal hier mitprobieren. Geht das? Ja, daraus haben wir auch teilweise die... die Tierhütten gebaut. Dann nehmen wir einfach mal das grüne Zeug hier. Aber das ist noch nicht final. Also da kann es sein, dass ich mir noch mal was überlege. Da kann es sein, dass ich mir noch mal was überlege. Bei den Toiletten muss ich vielleicht eh was Eigenes einfallen lassen. Das scheint mich ja das Design gnadenlos im Stich zu lassen. So. Na, so viel zum Thema Ladenfassaden. Reimt sich. Wunderbar. Genau das wollte ich, dass es sich reimt. Kriegt allerdings hier oben einen bitteren Nachgeschmack. Da muss jetzt irgendeine Kante gleich vor. Um das ein bisschen... Oder ich mach's komplett felsig. Gibt's wieder so viele Möglichkeiten. Ich darf's aber auch wieder nicht übertreiben, sonst ragen die Felsen wieder in die Buden rein, wie wir das zuerst hinten bei ESL hatten. Das geht also auch nicht gut. Naja, abwarten. Er will mir schon seine Baugruppe wieder verkaufen, ne? Gibt's nicht, falle ich heute nicht drauf rein. Ich fürchte, wenn das so weitergeht, kommen wir nicht mehr zu einer Tierart. Wir werden sehen. Weil meine Zeit ist heute ein wenig begrenzt. Wir können nur bis 18.55 Uhr etwas streamen. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis da, aber für das Gehege brauche ich bestimmt anderthalb Stunden. Mann, mach dich doch da rein hier. So. Ich denke, jetzt ist es ein bisschen Randomizer. Jawohl.
So, wie löse ich? Ach, hier, das ist gar kein Thema. Ich weiß, was ich mache. Ich nehme den und richte den auf und setze den hier einfach in die Lücken rein. Dann spare ich mir da sozusagen ein Design aus kleinen Felsen. Und es erfüllt trotzdem seinen Zweck. Achso, dynamischer Moosfelsen impliziert ja schon, dass dann der Moos nur nach oben ist. Das Moos. Aber dann gefällt es mir nicht. Ne? Hier brauchen wir den richtigen Moosfelsen. Dann brauchen wir den richtigen Moosfelsen. Es soll ja halt grünlich sein, ne? Ist das der? Ne, das ist die Wippe. Der? Das ist auch die Wippe. Ach so, das ist die. Der ist das, gell? Ja. Der ist das. Mal gespannt. Da kann ich ja auch ein paar Features noch drauf machen am Ende auf den Felsen. Das ist wieder dieses Unvermögen. Hier fehlt leider wieder der Hotkey, um das Ganze in der X- und in der Z-Achse zu drehen. Den es nicht gibt. Die Funktion gibt es leider noch nicht. Na, da oben machen wir was anderes hin, damit das hier unten wenigstens den Boden teilweise mit verdeckt. Also diesen Bordstein. So. Kommt da noch mal einer hin? Ich glaube, ich mache da auch noch ein kleines Dach drüber aus Felsen. Also so eine Art Vordach, sagen wir mal. Ah, ich verstehe das Problem. Die ist ein Stück weit dahinter. Aber ich will die Buden jetzt hier nicht mehr wegmachen. Dann ärgere ich mich am Ende wieder. Das könnte fatale Folgen haben. Stammzuschauer wissen, was das bedeutet. Gefällt mir das? Das gefällt mir überhaupt nicht, aber... Das gefällt mir leider überhaupt nicht. Ich weiß auch warum. Wir machen dieses Bambus hier wieder weg. Und machen da auch Felsen hin. Ja. Diese Bambusnummer war eine nette Überlegung, aber passt leider überhaupt gar nicht in mein Verständnis gerade. Dafür haben wir diesen Stein. Mit dem kann ich auch oben die Blende bauen und unten die Blende bauen. Das habe ich ja schon mal im Tropenhaus so gemacht. Und dann ist das Ding ganz in den Moosfelsen eingepackt. Ist auch nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, es gefällt mir sogar gerade besser. Gefällt mir eigentlich auch nicht, bin ich ehrlich. Aber ich habe noch keine komfortable Lösung dafür jetzt gefunden. Deswegen machen wir das jetzt. Ist halt auch das Schwierige, dass man das hier nicht in der Baugruppe anbringen kann. Hier wäre es einfach mal wieder perfekt gewesen, eine Baugruppe zu entwickeln, mit der man einfach Dinge an eine Bude klatschen kann. Das geht natürlich, aber nur wiederum, wenn die Bude gerade steht. Also leider ist das auch sehr inkonsequent programmiert, aber was willst du machen? So. Nee, ne? Ah, Leute! Das macht mich fertig. Das macht mich einfach fertig, dass ich hier gerade keine Lösung finde, die mich zufriedenstellt. Das passt nicht. Hier ist auch schon wieder so eine Lücke drin. Also muss ich es hier raufziehen. Ich
Setz den jetzt darauf. Der ist ein bisschen besser ausgerichtet. Ja, damit kann ich vorerst leben. Ich muss es halt für jede Bude hier individuell machen. Deswegen kleigen wir jetzt auch, wenn wir noch hier noch ein Tiergehege bauen wollen, nur diese vier Buden hier gerade ein und machen die anderen beiden dann beim nächsten Mal. Sonst kommen wir wirklich nicht mehr zum Gehege. Und es ist die letzte Tierart für die Totensümpfe, die wir heute hier reinbauen. Und dann kommt die nächste Tierart erst in Mordor. Es ist auch schief, habe ich den Eindruck, ne? Was eigentlich egal ist, weil Felsen können auch schief sein. Es wird langsam. Also jetzt bin ich nicht mehr ganz so deprimiert wie noch vor etwa 30 Sekunden. Ja. Es geht langsam. Ach, guckt euch das an, Leute. Schick. Jetzt sieht's doch gut aus. Wenn man gleich noch ein bisschen was dran macht. Jetzt sieht's doch toll aus. Hervorragend. Hier mal aufpassen wieder. Oh. Die hängt so weit hinten, die mittlere Bude. Das ist ein richtiges Problem gerade. Sonst muss ich hier mit einem anderen Felsen weitermachen. Irgendwas Kleines. Sowas hier für unten zum Beispiel. Ja. Und wenn da die Drehachse, die stimmen ja auch noch. Dasselbe können wir auch hier einmal vorsetzen, um hier diesen Bordstein verschwinden zu lassen. So, da kommt gleich noch ein Mülleimer vor. Wir haben noch kein Mülleimer- und Spendenbox-Design gemacht für diesen Bereich. Der kommt auch beim nächsten Mal dran. Wir wollen doch heute noch unbedingt eine weitere Tierart hier etablieren. So. Also will ich schon, ne? Ich will es schon versuchen, gleich noch eine Tierart hier reinzubringen. Wir müssen später mal gucken. Das dient jetzt erstmal nur hier provisorisch der Abdeckung, wenn wir später die Buden eröffnet haben, ob das in die Bude reinbackt. Ich gehe mal fast davon aus. Dann müssen wir das dann noch korrigieren, dementsprechend aber. Wir wissen es halt erst dann, wenn die Bude geöffnet ist, ne? Ich glaube, mich stört diese Blende hier völlig, aber ich krieg's nicht anders verblendet. Da gibt es kein anderes Bauen. Ah doch, vielleicht gibt es noch ein anderes. Es gibt noch diese kleine Moosverkleidung. Die kleine, sagte ich. Wo ist die kleine? Wo ist die kleine? Das ist die 4x4, das ist auch 4x4, das ist 2x4, aber es gibt auch eine 2x2. Da ist sie doch. Ja, die K, das könnte besser klappen. Das ist auch ein Ticken zu groß hier an der Stelle, ey Leute. Das hängt hier auch über. So wäre es in der Größe etwa, wäre es perfekt. Aber für hier oben geht es vielleicht. Das hängt schon wieder schief. Oh Mann, der kriegt das auch nicht gerade gedreht, ne? Auf einen Sonntagabend. Ah, Moment. Ich probiere mal gerade was. Diese Seite da hinten nämlich hier anlege. Die ist gerade. Ja, ja. Dann sieht es hier nämlich aus wie aus einem Guss sozusagen. Und hier ist es exakt gerade an dieser Wand dran. Das ist ja mega gut.
Dann kriegen wir das vielleicht nochmal einmal da drunter so genauso hin. Das wäre mega geil. Ja, und das müssen wir jetzt ein bisschen nach hinten schieben. Wie sieht es jetzt hier von der Seite aus? Ja, stark! Lösung gefunden! Dann können wir diese Blende oben und unten vormachen, wie auch schon bei den anderen beiden. Anderen drei. Ne, da hinten die Ecke müssen wir auch noch machen. So. Ja, diese rosa Kante kann ich, glaube ich... Kann ich, glaube ich, nicht verhindern. Die ist da. Das ist ja die Theke. Die Bedientheke. Oder kann man die Farbe verändern? Ich glaube nicht. Befasse ich mich jetzt auch nicht mit. Morgen übrigens, wie üblich, das Minecraft-Tagesprogramm und abends dann Planet Zoo. Ich versuche jetzt nächste Woche bis auf Freitag... Da habe ich abends wahrscheinlich einen Job. Da muss ich abends wahrscheinlich den Stadionsprecher spielen wieder. Versuche ich Montag bis Donnerstag tagsüber den üblichen Minecraft-Stream zu schaffen und abends den üblichen Planet Zoo-Stream zu schaffen, sodass die Minecrafter auf ihre Kosten kommen und auch die Planet Zoo-Leute von euch und die, die mir sowieso gern zugucken, können dann meinetwegen den ganzen Tag einschalten. Das stört mich auch nicht im geringsten. So, ja. Ah, dafür, dass ich gerade so entnervt war, haben wir es doch einigermaßen sexy gelöst hier, oder? Finde ich schon. Mich stört allerdings diese pinke Theke gerade tatsächlich. Aber man kann die Farbe nicht ändern von der Theke, ne? Nee, das geht leider gar nicht. Was ich vielleicht versuchen könnte... Gibt es hier diese kleinen Säulen? Vielleicht hiermit einfach so eine Theke improvisieren. Das wäre doch geil. Dann stimmt auch ausnahmsweise mal die Achse. Ja. Ich mach's mal dran. Ich glaube, ich drehe es um 180 Grad. Ich mach's mal dran und guck, wenn ich es aufmache, ob es dann auch noch gut aussieht oder nicht. Also wenn ich die Bude öffne. Muss man gerade was ermitteln. So. Ich glaube... Ah, guck, die Seite ist nämlich geraderer. Und dann kann ich das hier tatsächlich bis auf... wenige Millimeter? Oder ganz sogar? Ganz verstecken! Ja, nice. Da machen wir doch überall jetzt noch diese künstliche Theke vor. Nicht mit Gehege verbunden, sagt er. Was für eine Überraschung. Diese Bude hier steht ein wenig schräger als alle anderen. Das merke ich, wenn ich die Dinger anbringe. Weil ich hier den Y-Winkel immer anders ausrichten muss. Ja, das kriege ich kaschiert. Es sieht random aus, wie im aus dem Felsen geschlagen. Das ist okay. Jetzt muss ich nur noch... Das nervt mich ein bisschen, dass das hier eine Baugruppe geworden ist. So doof, wie es aussieht. Ach, egal. Daran ändere ich jetzt nichts mehr. Und jetzt will er hier wieder die Baugruppe... nutzen, was ich nicht will. Da werden wir uns wohl nie einig werden. Aber es ist geil, es ist so breit, glaube ich, dass es alles abdecken wird, oder? Ja, stark. Nee, doch nicht. aber es ist doch extreme Mühe gegeben, dass es so funktioniert. Ja. Sitzt auf jeden Fall schon mal gerade davor. Dann ist das gekauft. Dann machen wir das Ganze hier unten auch nochmal hin. Auch hier diese hellblaue Theke, aber da wissen wir jetzt, wie wir das gleich umgehen können. So. Dann kriege ich den vielleicht. Ah, nee. Das machen wir wie vorne an dem Teil hier mit diesen kleinen. Diesen kleinen hier. Ja.
die ich vielleicht nochmal neu sortieren muss. Okay, kein Problem, dann hole ich mir andere. Dann hole ich mir andere. Dann hole ich mir andere. So. Schön, da kriegt man auch gerade Kant mit hin. Das muss ich mir mal merken. Nice, oder? Random auf jeden Fall. Jetzt kommt noch diese Theke davor, die wir schon die ganze Zeit hier praktizieren. Wir praktizieren eine Theke, genau. Und dann habe ich doch die Buden da schon mal eingepackt. Clever, wie ich bin. Danke, liebes Gehirn. Ja, wie gesagt, das müssen wir gleich mal nochmal justieren, wenn die Bude auf ist, damit es einigermaßen vernünftig aussieht. Und jetzt muss hier noch eine Seite dran. Dann nehme ich die einfach. Nee, doch. Muss ich drehen. Ich muss sie eh drehen. Na komm. Wupp, sagte ich. Ach so. Y-Achse und so. Ist gar nicht die Y-Achse. So, hier machen wir hier auch Felsen hin. Ja, so ein bisschen. Wir machen hier kein Gebirge hin, weil wir hier in den Sumpf reingucken wollen von der Seite. Aber so ein paar Felsen werde ich hier schon vormodellieren, denke ich. Da könnte ich mir doch hier hinten so ein Stück voll der Felswand klauen, glaube ich. Ja, das trifft es doch etwa. Dann senken wir das hier so ein bisschen ab, dass man in den Sumpf reinlucken kann. Und dass das hier so auf die Planken mitbackt, das ist mir sogar völlig egal. Dann ist dieser Holzbordstein weg, was mich überhaupt nicht stört. Also noch stört es mich nicht, wahrscheinlich stört es mich bald. Und hier stört es mich auch nicht. Man muss das Endprodukt sehen, dann kann ich das sagen, ob mich das stört oder nicht. Ich glaube, wenn ich den Bordstein überall wegmache, ist es besser. Also wenn wir gar keinen, entweder gar nicht oder überall. Aber so mal hier, mal da, mal hier Bordstein, mal da kein Bordstein, das geht glaube ich nicht. Hier könnte ich auch noch ein Feature hinstellen, irgendwas. Eine Art Erhaltungstafel oder sowas. Geht das? Ah, ich glaube, wenn ich eine Bank vorsetze und einen Mülleimer, dann ist es okay. Dann fällt es gar nicht mehr so ins Gewicht. Ja, ich glaube, das ist der Plan. Das ist ein guter Plan sogar. Oh, Kinder, das leckt hier ganz schön. Das laggt hier ganz schön. Da werden wir noch viel Freude haben. Es muss nicht mehr lange durchhalten. Nur noch eine Woche, danach ist mir egal. Also danach ist mir nicht egal, weil danach hoffe ich ja, dass ich den Zoo an Goro mal verkaufen kann oder dass er mir das Ding mal, dass er das Ding mal vorführt. Oder Shawnee McBeard, einer von beiden. Damit wäre mir sehr geholfen. So. Daraus machen wir eine Gruppe. Na komm, komm. Oh je.
die Ecke da hinten, da muss man dann eben so ein bisschen mit feinen, also mit anderen Felsen mal einzeln welche setzen, einfach. Da kann man dem so nicht beikommen, das ist ganz klar. Ja, das ist schon mal was. Ich glaube, nehm die mit, den großen lasse ich raus. Ja. Hier muss ich mir eh was anderes einfallen lassen. Wie ist denn das, wenn ich das hier nochmal drüber setze? Das ist okay. Ich will halt nur diesen hässlichen Berg da nicht sehen, der dahinter ist. Wenn wir das hier gleich begrünen und bedampfen, dann sieht das richtig nice aus. Ich mache am Ende natürlich wieder den Nebel an. Das ist klar. Und auch in der Hoffnung, dass wir bis Ende... Ja, meine Zeit schwindet ein wenig. Aber vielleicht... Wenn ich noch nur eine Tierart wüsste, die wir gleich bauen, Leute. Ich versuche euch nochmal anzustrengen und mir mal was in den Chat zu schreiben. Irgendeine Tierart, die zum Thema Tropen, Sumpf, Nebel und so passt. Dann müsste ich die gleich nicht aussuchen, weil der Aussuchprozess ja auch immer eine ganze Zeit in Anspruch nimmt. Dann könnten wir gleich wirklich noch ein Gehege bauen. Ich glaube, hier ziehe ich das mal sogar bis hier ran. Dann kann das weg. So. Ja, das ist gut. Einfach irgendwelche Tiere, die in den Tropen vorkommen und vielleicht auch nicht die zu 500 zusammenleben müssen. Wir müssen nämlich auch ein bisschen auf die Performance achten. Aber es kommen im Mordor nur zwei Haupttierarten hin. Einmal der taiwanesische Schwarzbär und einmal schwarze Jaguare, die ich dann als Panther deklariere. So. Und Vivarientiere kommen da auch hin. Damit ich auch mal ein paar Vivarien noch gebaut habe. Sonst haben wir noch keine in diesem Zoo. Keine Vivarien. So. Feuersalamander zum Beispiel kommt rein. So, alles klar. Dann hätten wir das hier schon mal wieder eingefelzt. Das ist ein geiles Wort. Eingefelzt. Ich habe hier gerade noch ein paar Lücken gesehen, aber nur ein wenige. Da war eine. Das war's schon. Wenn wir von so oben in so eine Lücke reingucken können, ist das egal. Das sieht der Besucher ja hier von der Seite nicht, wenn er hier so durchschreitet. Aber hier ist noch, genau. Hier wollte ich noch mit Einzelfelsen was machen. Und dann bepflanzen wir diesen Teil natürlich auch noch. Aber ich will halt kein Stück mehr von diesem... Ach Gott, ich habe da zwei Felsen vorhin markiert. Ja, das ist das. So, aber die Lücken sind dicht. So, gut aus. Jetzt brauchen wir hier noch unser Sumpfgras. Also dies hier. Nein, das ist die Nessel. Wir machen erst das Gras wieder. Das größere Graspatch. Das habe ich hier hinten irgendwo abgelegt. Ja, hier liegt es. Das hat ja mal im Bongo-Gehege gelagert. Oder da, wo jetzt das Bongo-Gehege ist. Das große Wasserschrauben-Patch. Das ist die Wasserschraube, präzise gesagt. Wie wäre es, wenn wir Otter nehmen? Riesenotter? Habe ich noch nie gebaut. Zwergotter hatte ich mal gebaut, Riesenotter habe ich noch nie gebaut. Passt doch ganz gut zum Thema Sumpf, die brauchen auch mehr Wasser als Land. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, Riesenotter. Sind zwar auch nicht so böse Totensumpftiere, aber es sind Sumpftiere. Und die sind ganz putzig, die Leute lieben Otter. Die Leute lieben auch PB&J Otter, wer die kennt.
So, das ist die Schraube, die ist gut geworden. Jetzt gibt es ein bisschen Nessel. Das Ganze noch sumpfiger und verworrener zu gestalten. Ich glaube aber, ich kürze das Ganze an der Stelle mal ab. Ich mache hier ein Nessel-Patch draus, ein großes. Ja. Alles klar. Diese zwei Pflanzen harmonieren so als Sumpfgrundlage so hervorragend. Gerade wenn man das dann noch so aufs Wasser draufsetzt, dass man halt so dieses patschige Dschungelige darunter hat. Das ist richtig gut überlegt. Das hat Front hier gut gemacht. Ich würde mal unterstellen, dass es Absicht war, dass man das miteinander so gut koordinieren kann. Sehr schön. Ja. Dann brauchen wir ein paar Felsen für da rein. Den hier, sehr schön. Den hier. Das ist wieder so ein... Ah, da können wir noch irgendein Feature später drauf machen, bestimmt. Der ist nix. Nee, pass auf, dann nehmen wir noch kleinere raus. Auch nochmal dynamische. Vielleicht noch nicht mal dynamische sogar, sondern... Welchen habe ich hier für Gollum genommen? Was ist das? Gemäßigter. Dann machen wir noch ein paar Gemäßigte rein. Der kann auch noch ein Stück tiefer. Ach, der Helge, ach, du ahnst es nicht. Der gehört da hinten mit zu der Gruppe. So. Gemäßigter Fels, hatte ich gesagt. Der ist immer gut, wenn man den so halb versenkt. Ja. Und vielleicht noch den. Etwas kleinerer, aber der kann ja auch mal dran. Der vielleicht. Ja. Das war es auch schon, ne? Ja, das reicht. Das reicht. Dann kommen hier ein paar große Bäume rein. Letztens hat einer gesagt, ich mache immer dieselben Bäume. Aber das ist ja klar. Das ist ja ein Sumpfgebiet. Hier wächst immer dasselbe. Ich würde hier jetzt zum Beispiel keinen Olivenbaum reinsetzen, wie in den einsamen Landen, weil der wächst nun mal nicht im Sumpf. Aber hier wachsen nun mal die Kapok-Bäume zum Beispiel. Dann kommen die auch mehr als einmal vor, ist ja klar. Fällt gerade... Achso, die hab ich noch gar nicht gemacht, die Bude hier, ne? Nee. Und hier muss ich die Seite auch noch verkleiden. Das mache ich sogar jetzt zuallererst mal. Aber hiermit, ne? Oh. Ja. Die anderen beiden Buden verkleiden wir dann beim nächsten Mal. Nein, nicht in die... Es ist immer ein Graus mit den Gruppen. Ach so, das ist der dynamische. Da muss ich mal gucken, wie das aussieht. Aber eigentlich geht das. Wenn ich da gleich noch ein bisschen was vorsetze, dann geht das. Oh, das war's. Konnte keine Verbindung zum Franchise-Server hergestellt werden, okay. Das heißt, er kackt gerade nicht ab. Aber er hat gerade irgendein Problem mit dem Franchise-Server. Wie das so meistens sonntags ist, ne? Aber ich bin ja noch live, oder? Ist es nicht das Internet? Nee, Internet ist gut. Okay, dann gehen wir mal gerade zum Hauptmenü. Das hatten wir schon mal sonntags, vor 2 Wochen oder vor 3 oder vor 4 oder so, wenn ihr euch erinnert. Ja, kann man gerade nichts machen. Die warten meistens sonntags abends, wenn alle Planet Zoo spielen, ihren Franchise-Server. Das ist so. Das ist leider so. Kann man nichts machen. Weil ich davon ausgehe, dass die Server irgendwo dastehen, wo jetzt nicht Sonntagabend ist, sondern vielleicht schon Montagmorgen. Könnte sein. Bin mal gespannt. Doch, jetzt ist er wieder. Gucken wir mal, ob ich drauf komme. Ja, sieht gut aus. Na dann,
geht's weiter. Kurze Unterbrechung. Oder der Server steht in einem Land, wo sonntags ein normaler Werktag ist. Zum Beispiel in nordafrikanischen Ländern, Ägypten, Tunesien, Algerien, da ist Sonntag wie bei uns der Samstag, also ein Tag, wo durchaus gearbeitet wird, und bei denen ist dann der Montag der Sonntag sozusagen. Bin gespannt. Immer schön unten die Hinweise lesen, Freunde. Das hat mir letztens auch noch etwas eingebracht, was ich nicht wusste, tatsächlich. Okay, hier ist jetzt irgendeine Kiste drin. Gauri, der Gang ist Gavial. Warum auch immer. Ja, dass er sich da nicht wohlfühlt, ist klar. Es ist ja aber Chaos ausgebrochen in dem Zoo. Wo sind denn die Gaviale? Hier drin sind die. Okay, wir gehen einfach mal davon aus, dass das jetzt nicht mehr vorkommt. Wieso ist er denn hier? Der hat doch da gar nichts verloren. Ich halte gleich die Animation wieder an. Ich warte jetzt nur noch ab, bis dass der Gavial da weg ist. Wir können in der Zwischenzeit hier an dem Sumpfteil weitermachen. Bongos haben gleich Nachwuchs. Das ist auch eine gute Nachricht. Jetzt sind auch noch irgendwo Aktivisten aufgetaucht plötzlich. Jesus Maria, ist das ein Chaos gerade. Diese Dinge habe ich auch für lieb gewonnen für den Sumpf. Aber nur in der Farbe. Die gibt es ja auch noch in einem satteren Grün. Das passt hier nicht mehr so gut rein. Und eigentlich passt auch die Sonne gerade nicht hier rein. Aber gegen die Sonne kann man nichts machen. Die ist nun mal da. Wenn ich das Ding in einen Sandbox-Zoo umgewandelt habe, werde ich natürlich ein bisschen am Wetter schrauben und auch an der Sonne und an den Tageszeiten. Das ist ganz klar. Da werde ich es auch ein bisschen dämmeriger machen. Weil außerdem das Auenland werde ich so hell machen, dass die Dämmerigkeit nicht auffällt, und alles andere werde ich halt ein bisschen dämmeriger machen, dann sieht das ziemlich cool aus. So. Dann haben wir die noch. Ich weiß noch nicht, was hier für ein Feature reinkommt, aber irgendein Feature kommt auch hier in diese Ecke natürlich. Ich möchte ja nicht, dass hier irgendeine Stelle nur so zum Angucken ist. Also nur zum... Das ist jetzt falsch. Ich weiß nicht, wie ich es gerade ausdrücken soll. Also hier kommt auch irgendwas rein, was die Besucher sehen können. Zum Beispiel hier hinten diesen Felsen können sie noch sehen. Also den Ursprungsberg. Den möchte ich dann natürlich nicht sehen lassen. So, komm mal. Alles klar. Ich glaube, den Baum hier, wie heißt denn das, den Küstenmangrove, den kann ich auch da ein bisschen ins Gebirge reinpflanzen. Den gibt es ja auch in unterschiedlichen Ausführungen. Der hier ist immer so klein, der hat mehr Wurzel als alles andere. So, aber das ist auch so ein Baum hier, der... Wo wir sehen, dass der die Wurzeln unten so auffaltet, kann das auch sein, dass die Wurzeln jetzt tatsächlich durch den Felsen, irgendwie so durch so Felsspalten bis runter in den Sumpf führen und er deswegen da oben wächst. Das ist durchaus möglich, kann ich mir vorstellen. Ah, das wird nicht klappen. Jetzt müssen wir mal gerade die normale Grundnessel nehmen. Grundnessel ist ja auch so stark moosig, also es erinnert halt an Moos. Bin mir nicht sicher, ob hier vorne nicht Schwebenessel ist, wo ich zuerst gepflanzt habe. Das hier? Schwebenessel? Oh ja. Aber hallo. Mal, das muss etwas sortierter jetzt hier vonstatten gehen. Sehr gut.
Wir haben immer noch keine Tierart, ne? Immer noch kein Gehege gebaut. Und wir haben ja, wie viel Zeit? Noch eine Stunde etwa. 70 Minuten. Ach, das kommt ganz weg, ne? Das Patch. Ja, das kommt ganz weg. Ah, wird. Ich möchte jetzt gleich nochmal was mit Ästen probieren. Liebe Freunde, seid mir nicht böse, wenn wir jetzt heute keine Tierart mehr behandeln können. Aber ich würde schon gerne eine noch machen. Jetzt kriege ich wieder Probleme mit meinen YouTube-Zuschauern, wenn ich das rüberlade und keine Tierart baue. Aber sie können trotzdem lernen, wie man einen Sumpf baut. Warum nicht? Huilung steht kurz vor der Unzucht. Mit seiner eigenen Tochter, mit seinem eigenen ihrem Sohn. Das ist gut, dass ich darauf hingewiesen werde. Denn, dann ist das hier der Sohn, Shai Ming, genau, der muss sofort ins Handelszentrum, weil der richtig mega nice Werte hat. Das heißt, ich kann sie jetzt auch wieder entpillen. Wo ist sie? Ist sie weggelaufen? Aber der Sohn ist auch sehr attraktiv, also ich kann das nachvollziehen. Der hat richtig geile Werke. Die Tochter heißt Lulli übrigens. Ist auch ein klassischer Name für kleine Pandas, Lulli. An diesem Platz hier müssen wir nächstes Mal nochmal weiterarbeiten. Wir machen jetzt diesen Sumpfpalast hier noch dieses Stück fertig. Ganz fix. Und dann bauen wir noch eine Tierart. Und um das Fressplateau, da kümmern wir uns morgen. Also beim, ja, morgen Abend wäre das ja dann nochmal. So, jetzt kommen hier noch ein bisschen ein paar Nebeldüsen in den Felsen rein. Und dann gucken wir uns das später noch bei Nebel nochmal an. Nebeldüsen, kleiner Nebel, Schneefall, wehender Schnee. Ah, hier die Schneeeffekte muss ich noch in mittlerer Nebel, glaube ich, ne? Die Schneeeffekte muss ich noch bei Moria einbauen. Da wollte ich ein bisschen Schneetreiben haben. Ich denke, wenn wir die Nebeleffekte hier so auf die. Wo ist er? Da. Hier so auf die Steinbänke setzen. Das Wasser nebelt ja ohnehin selbstständig. Da machen wir nichts falsch. So. Dann kommt da noch eine Grundnessel dran. Was ist hier mit meiner Seitenverkleidung eigentlich? Wo ist die hin? Ach, ich glaube, die hat es vorhin dahin gerafft, als der Server down war. Weil ich hatte, kann mich, ah, hier ist sie ja. Ist nur nicht richtig. Sie hängt hier noch wieder. Dann machen wir die gerade auch nochmal fest. Also, ich nehme jetzt mal Otter als Tierart. Wenn es keine besseren Vorschläge gibt, nehmen wir Riesenotter. Bin sehr gespannt auf das neue DLC, Freunde. Liebe DLC-Freunde. Ist nichts, ne? Da muss so eine moosige Platte hin. Ja. Kein Problem für den Planet Sula. Dann kommt hier eine Moosplatte hin. 4x4. Ja. Das sah jetzt doch ein bisschen seltsam aus. Das ist schon wieder das dynamische Moos. Ja, wie blöd bin ich denn? Oh. So, nächster Versuch.
So. Besser. Viel besser. Und das Ding, das war der erste Versuch, deine Verkleidung vorzubauen. Ich verstehe. Mit dem muss ich gucken, wenn der Laden auf hat. Das wäre auch so ein Kandidat, wo ich mir vorstellen kann, dass der da reinbackt. Ich glaube, wenn wir das hier noch so ein bisschen abnesseln. Geiles Wort. Das so ein bisschen abnesseln. Dann. Dann fällt das mit dem Baum nicht ganz so negativ auf, dass der da auf dem Felsen wächst. So. Jetzt einmal die Animation kurz starte. Mal gerade die Nebeldüsen beobachte, was ich da so. Ah, schön. Da Nebel ist auf dem Felsen. Da zumindest. Da hinten auch. Damit haben wir jetzt den Nebel sozusagen noch eine Etage höher gebracht. Wir machen noch hier vorne noch eine Nebeldüse hin, damit es richtig, richtig sumpfig nebelig ist. Nebel, was war das, klein oder mittel? Nebel, mittel. So, Nebel, mittel. Und jetzt schalten wir einmal nochmal den Nebel vom Boden ein. Das ist dämlich, weil es hier jetzt nichts ist, ne? Da machen wir auch noch was hin. So, und jetzt noch den Bodennebel bzw. den Wassernebel. Jetzt muss ich nur die Wasserfläche dafür anklicken, ja, das kann ich hier am besten, okay. Nein, hier wäre jetzt nicht die Wasserfläche angeklickt zu werden, hier auch. Warum kann ich die Wasserfläche nicht mehr anklicken? Aha, man muss es nur wollen. Okay, jetzt müsste hier Nebel einsetzen im Boden. Ja. Ist ein bisschen doof und sonnig und hell gerade, ne? Aber sonst... Voila. Stark. Hier hinten mache ich später nochmal so ein paar Ranken dran, damit das richtig sumpfig aussieht. An die ganze Wand, aber da muss ich ein Design für entwickeln und das copy-pasten, sonst dauert das 4 Stunden wahrscheinlich. Aber alles in allem ist doch der Eindruck vermittelt, wenn man hier so reinkommt als Besucher, dass man sich in einem Totensumpf befindet. Stark. Cool. Ja, diese Ecke hier auch und mit den Klos gerade und so, das muss natürlich alles, die kommt auch nochmal Gebirge wahrscheinlich hin. Aber alles in allem ist die Ecke schon mal nicht schlecht. Jetzt machen wir noch eine kleine Tierart. Riesenotter hatte ich jetzt gerade gesagt, machen wir in den Zoo rein an diese Stelle hier. Dann wird das Gehege zwar wieder extrem groß sein, aber da kann ich mit leben. Das ist jetzt nicht das Schlimmste. Ah, Moment, da muss ich aber aufpassen, wo ich den Eingang für die Pfleger, den baue ich hier hin. Dann können die von dem Backstage-Bereich aus in das Gehege rein. Geht das auf? Moment, jetzt muss ich mich gerade nochmal konzentrieren. Dann mache ich die Riesenotter hier rein und gebe denen die Möglichkeit, auch hier auf diese Insel zu schwimmen. Ich glaube, das ist die allerbeste Variante. Ja. Das ist die allerbeste Variante. Genau. Gut, gut. Beschlossen und verkündet. Und hier muss ich aufpassen, dass ich natürlich, dass ich das Bongo-Gehege nicht noch touchiere. Oh, es gab Nachwuchs bei den Schneeleoparden. Da müssen wir gleich auch nochmal gucken, wie gut der Nachwuchs ist. Ob er verkaufbar ist später, wenn er erwachsen ist. Oder eher nicht. Schon wieder das Abhauklingeln, das höre ich ständig. Ich weiß aber, es hauen keine Tiere ab. Es hauen einfach keine Tiere ab. Ist schon ziemlich nervig. Es wird mir auch nicht angezeigt, dass Tiere abhauen. Hier muss ich jetzt gucken, was die Otter, die hauen nämlich auch gerne mal ab zwischendurch, wenn man da nicht aufpasst.
oder eine dementsprechende Felsbarriere baut. Aber hier kommen sie, glaube ich, zum Beispiel nicht drüber. Und dann kann ich hier mal. Das ist doch alles Bongo-Gehege hier. Da die Bongos eh nicht ins Wasser kommen, kann ich die Barriere von denen auch hier rüberziehen. Dann bin ich für die Otter ein bisschen flexibler. Das reicht ja völlig aus. Reicht doch völlig aus, ja. Und hier müssen wir unterirdisch noch ein paar Felsen. Na, hervorragend. Felsen setzen. Dafür muss ich nochmal am Wasser, an der Wasserperformance arbeiten. Wir sind nämlich. Diese Transparenz müssen wir uns merken. So, jetzt können wir unter Wasser besser gucken. Tickets sind schon wieder zu günstig. Ich werde wahnsinnig. Ich kenne ja ein paar Leute, die. Ein paar Geschäftsleute, die sagen nie, die Kunden sagen zu mir, die Sachen sind zu günstig. Habe ich gerade schon mal erzählt, aber hier ist kurios in dem Zoo. Wir machen das Wasser natürlich gleich wieder dunkler. Es geht nur darum gerade, den Ottern einen gescheiten Nicht-Fluchtpunkt zu geben. Also, dass die nicht abhauen können, die Otter. So. Das ist ein... Oh, wei. Das ist schon ein großes Gehege für Riesenotter, aber es sind ja auch Riesenotter. Die sind gar nicht so groß. Endlich die Farmwelt gefixt, das freut mich. Ich wollte heute Abend um 20 Uhr nochmal auf dem Server bei euch. Ich hoffe, dass ich dann auch in die Farmwelt komme. Ohne, dass es sich aufhängt, wie gestern. Gebt übrigens nachher nochmal einen Stream, ne? Um 20 Uhr Minecraft auf diesem Kanal. Das ist damit auch erwähnt. Vom Craft Junkie Server. So. Und morgen früh kommt dann, wenn wir morgen Minecraft zocken, kommt wieder Minecraft Matschberg. Ich fange so gegen 10 oder 11 wahrscheinlich an. Müsst ihr mal gucken. Ich denke gegen 11. Wie üblich. Warum mache ich das so falsch? So ist besser, ja. So ist doch besser. Haben zwei Nächte durchgemacht. Ich hoffe, wir haben jetzt alles. Wir werden sehen. Ich werde das gleich testen. Ach, guckt mal, Leute. Das hier wird die Höhle für die Otter. Die haben wir automatisch jetzt schon mitgebaut. Das ist gut. Das ist gut. Da muss ich mir keine Gedanken machen, wie ich die Otterhöhle baue. Wer läuft denn da rum? Die Händler haben aufgemacht. Ach, das ist ja spannend. Dann können wir das gerade mit der Theke testen. Aber das sieht gut aus, ne? Diese Thekenteile hier, diese Steindinger. Mega gut. Der muss nochmal gefixt werden. Aber das machen wir heute nicht. Aber das hat schon mal geklappt. Okay. Jetzt brauchen wir Rückwand. Alter, ist das krass hier. Das ist krass laggy. Ihr merkt das gar nicht so, aber... Oh, wie hat's das denn schon wieder geschafft? Ja, hat keine, ne? Nee. Ich versuche gleich was bei den Ottern mit Stegen und so, damit die da auch in diese Höhle kommen. Moment. Jetzt müssen wir erst einen Durchgang schaffen für die Pfleger. So. Dann die Barriere. Ich weiß gar nicht, wie gut Otter klettern können. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich setze die oben hin. Sofern er das wieder macht. Ah! Diese Mechanik mit der Barriere, Leute. Das ist so schlecht überlegt. Ich sag das seit 3 Jahren jetzt. Ich sag das jetzt seit 3 Jahren, wie schlecht diese Barrierenmechanik ist. Das sieht sich auch keiner für.
Das ist die 1000. Barriere, die ich baue oder so in Planet Zoo und es funktioniert immer noch nicht rund. Sowas nervt mich wahnsinnig. Es funktioniert nicht. Ich kann hier ernsthaft keine Barriere hinsetzen und es wird mir nicht erklärt, warum. Das ist doch zum Kotzen, ey. Das ist so zum Kotzen. Ich will dir meine Otterhöhle nicht verlieren. Ich könnte aber gerade mal was ermitteln. Ich muss das hier alles neu machen. Das funktioniert so nicht. Ich muss mal hier gerade bei den Riesenottern überhaupt mal nachgucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Barriere hoch sein muss. Wenn das dieses Übliche ist. Oh, größer als 1,80. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Tiefenwasser könnte auch noch Probleme geben gleich. Ich weiß nicht, wie tief das Wasser hier ist. Grad 2, größer als 1,80. Ja. Achso, ich muss die Animation mal stoppen. So, sonst haben wir gleich wieder andere Probleme. Dann muss ich es. Ach, dann muss ich es wieder anders lösen. Dann muss ich es wieder auf die uncharmante Weise lösen. Dann muss ich hier gleich noch Felsen hinten in diesen Unterschlupf einbauen. Sonst gehen die jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, wird mir angezeigt, dass sie abhauen. So. Kann mir auch keiner erklären. Warum macht er jetzt hier so was Albernes? Ja. Jetzt hat er sich da mit einer anderen Barriere verbunden. Oh, ist das zum Kotzen. Oh, ich hasse dieses Scheißteil, ey. Mann, ist das eine Kotze immer mit den Barrieren. Barrieren und Wege, Leute. In dem im 21. Jahrhundert. Echt, ich habe manchmal ja den Eindruck, dass es C64 ist. Wer ihn noch kennt, den Commodore C64. Habe ich jetzt nie mitgezockt, das ist auch nicht meine Zeit unbedingt, aber... Wer sich mal ein bisschen mit der Geschichte des Computers auseinandergesetzt hat im Gaming, der kommt um den C64 nicht rum. So. Sensationell. Nicht, dass ich jetzt erfreut bin, aber es ist sensationell. Holzeingang. So. Jetzt brauche ich das Ding, was hier die Tür immer umrahmt. Nehmen wir den auch noch mit. Ja. Ich mach's mal. Jetzt ist es eh egal, weil das der letzte Tiereingang in den Sümpfen ist, aber. Egal, Karl. Ja, das üben wir nochmal. Aber gut, dass ich ihn zu einem zusammengefasst habe. Jetzt können wir es nämlich in einem verschieben. Und das ist sehr nervenschonend. Alles klar. Warte. Das löse ich anders. ,80 Meter, das ist schon hoch für so kleine Riesenotter. Ich weiß ja nicht, wie riesig die sind. Ich meine, dachte ja auch bei, wo war das? Irgendeine Tierart hatte ich auch viel größer eingeschätzt, als die letztendlich waren. Die Komodowarane, genau. Da dachte ich auch, dass die größer sind. Ist auch sehr prominent hier mit diesem Felsen, ne? Diesem einen da.
Der hier, den nehme ich mal raus. Da hinten kann er bleiben. Die drei kommen raus. So. Jetzt brauchen wir noch eine schöne Mütze für da oben. Ist das hier so eine Gruppe? Ich glaube, das ist eine Gruppe, ne? Ja. Dann nehmen wir die hier als Verdeckelung. Ernsthaft? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde hier den Berg noch mal ein bisschen modellieren. Hier ist ja das Problem, dass der Berg hier so albern raussteht. Aber pass auf, wenn ich den reindrücke, kann ich hier doch die Hinterwand, die coole Hinterwand benutzen. Das ist mir doch ein bisschen lästig, jetzt da mit diesem Deckel draufzusetzen. Dann nehme ich das Teil. Jetzt haben wir, jetzt haben wir zwei Teile auf einmal. Besser ist. Für meine Nerven und auch für die Bauzeit jetzt. Und es sieht auch geiler aus als das, was da vorher war. Und es zieht sich ja, diese Wand zieht sich ja wie ein roter Faden hier durch dieses, durch diese Welt. So. Ich könnte da mit dem Geländepinsel das Ganze natürlich rauffelsieren. So. Dann reicht es, wenn ich hier diesen Deckel da drauf mache und dann ist doch super. Und dann machen wir als nächstes gerade eine Rückwand in diesen Schlafplatz, sonst vergesse ich das und dann wundere ich mich wieder, dass die Tiere abhauen wie die Weltmeister. Clary. Ich brauche mal ein kleineres Stück Rückwand. So eins vielleicht. Oh. Hier oben auf diesen, in diese kleine Felsschale, nenne ich es mal, baue ich auch noch ein Feature ein. Ich weiß noch nicht welches, aber hier kommt auch noch ein nettes Gimmick rein, glaube ich. Ein nettes Gimmick für alle Mittelerde-Fans. Lasst euch überraschen. Ich weiß es noch nicht, aber also welches, aber hier kommt noch ein kleines Gimmick rein. Sowas wie so ein Baumbart oder so, den ich gerade da hinten habe. Der kommt natürlich nicht rein, den haben wir ja schon. So, sehr schön. Da kommen die doch nicht rauf. Das ist doch höher als 2 Meter. Ja, die Tür ist 2 Meter hoch. Das heißt, das ist höher als 1,80. Da kommen die also tatsächlich nicht hin. Gut. Rückwand. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Ich hoffe, ich kriege die jetzt gleich noch in die Höhle rein, die Tiere. Ich plane jetzt hier was mit Holzstegen als nächstes. Das muss ich jetzt als allererstes testen. Und da müssen wir die Tiere holen und die Wärter und gucken, ob die arbeiten können. Und ob die Tiere sich da auf diesen Holzstegen bewegen können. Schon groß, ne? Das ist mein Lieblingssatz. Ist schon groß, ne? Und hier müssen auch noch, hier unten müssen noch Barrieren in den See rein. Genau, sonst hauen die da nämlich ab. Warte, hier sind die Barrieren. Steine.
Die sehen wir ja nicht, weil die ja unter den Wegen sind. Deswegen können die da auch so da random sind. Hier wird noch was improvisiert natürlich. An der Stelle. So. Augenblick. Nee, da kommen die nicht durch. Hier ist zu. Hier ist... So, vielleicht mache ich da besser noch einen hin. Und hier vorne muss ich diesen einen Pinöppel noch versetzen von den Barrieren. Sonst hauen die da ab. Wo ich sehe gerade, dass wir ein bisschen mehr Barriere versetzen. Wie unsensibel von der KI. So. Das müsste klappen, ansonsten müssen wir vielleicht nochmal vereinzelt irgendwo Blockadefelsen oder sowas einsetzen. Das geht schon. Da. Jetzt kommt das mit den Stegen. Vielleicht... Ich guck mal gerade was. Es gibt ja diese Stege bei den Robben. Gibt's die auch bei den Ottern? Den hier gibt's. Ja, gibt es. Ja, stark. Kann man hier die Farbe verändern? Und das wäre so toll. Natürlich nicht. wo ich es richtig feiern würde, geht's leider nicht. Aber das ist nicht schlimm. Oder? Ah, ich krieg das verkleidet. Wenn ich da irgendwas drauf mache, dann ist das okay. Nee, ich nehme da einen anderen Steg. Schlafmöglichkeit haben wir da in der Höhle. Ich nehme hier diese üblichen Holzdinger, die Affen auch immer haben. Hier diese Sachen. Die gibt es ja auch in 4x4, genau. Die haben wir auch hinten bei den Komodos schon mal eingesetzt. So. In kleiner. Es wird jetzt hier zwar nicht wie bei den Komodos aussehen gleich. Vielleicht kriege ich das mit diesem Steg so hin, dass sie da in ihre Höhle kommen. Ich weiß nicht, wie gut die im Klettern sind an Ufern. Deswegen wäre es, glaube ich, doch besser, gerade ein Tier dazu zu holen, oder? Ja, bevor ich jetzt hier rumexperimentiere und dann am Ende wieder alles umwerfen muss, kaufe ich mal gerade ein Tier. Vielleicht habe ich auch Glück, die können alleine leben. Dann reicht ja auch erstmal eins. Oh! Irgendwas ist hier gerade mit dem Mauskabel. So. Sowas macht mich wahnsinnig. Es hat da hinten wunderbar funktioniert beim letzten Mal. Jetzt ist wieder Kacke hier. Warte mal. Ich das hier mit diesem... Dieser Maustaste, mit der geht das. Auch nicht. Diese Maustaste ist auch so nichts gut, habe ich den Eindruck. Das ist die unter dem Mausrad, wenn man die drückt, dass die Maus langsamer wird, wisst ihr? Ja, aber das klappt damit tatsächlich besser. Ich bin aber auch Perfektionist, deswegen ist das bei mir immer ein bisschen schwieriger. So, fertig, sieht gut aus, endlich. Einen Riesenotter bitte. Einen guten, bitte. Ah! Remondis. Beschissene Fruchtbarkeit. Hat auch eine beschissene Fruchtbarkeit. Der ist gut. 1400 würde ich ausgeben. Ja, dann greife ich doch gerade mal zu. Aus dem Zenzo. Oder Senzo. Oder Sensu. Und noch hier Paloma. Nee, Margarita. Auch nicht. Ach, Juan, ach genau, das war der Typ. Wie leben die zusammen? Das habe ich gar nicht eruiert. Zwei mindestens. Okay, also zwei
Männchen oder 9 Männchen und 9 Weibchen. Das ist gut. Das heißt, ich kann jetzt auch noch ein anderes Männchen kaufen, wenn ich jetzt kein geeignetes Weibchen finde. Dann könnte ich vielleicht doch noch Juan dazu kaufen. Paloma, Margarita, das überzeugt mich alles nicht. Eine Margarita wird mich jetzt natürlich überzeugen, aber nicht mit den Werten. Hier ist noch Bianca. Ah, die kann überhaupt nichts. Dann nehmen wir jetzt noch einen von den schlechteren Juan dazu. Oder was war nochmal bei Remodios? Der ist besser. Der hat zwar genauso eine beschissene Fruchtbarkeit, aber die anderen Werte sind ein bisschen höher. Sehr schön. Von meinen Tieren ist gar nichts weggegangen. Mal gespannt, ob die ankommen. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Aber das könnte mit der Gehegegröße zusammenhängen. Ist nichts weggegangen, ne? Dabei habe ich hier so geile Tiere. Probieren wir es nochmal. Gerade hier Timichin, der ist so geil. Macht ihr immer ein bisschen billiger dann in der zweiten Runde. Aber man kann Glück haben, man kann Pech haben. Ah, und die... Ach so. 50. Hat halt keine Fruchtbarkeit, aber ich hoffe ja immer noch auf das Gute im Menschen. Und hier Shai Ming. Shai Ming, auf die setze ich ja auch große Stücke. 2500. Kann ich probieren. Wenn nicht, irgendwann geht sie weg. So, aber was ich nicht gemacht habe, ist die Animation gestartet. Deswegen kommen die Tiere auch nicht. Ich glaube, das nächste Handelszentrum ist hier hinten irgendwo. Ah! Leck! Das erinnert mich daran, dass ich speichern muss. Ich fürchte, das wird nichts mehr mit Mordor, liebe Freunde. Da müssen wir einen einzelnen Zoo bauen. Mit Mordor. Das wird die Performance hier nicht mehr schaffen. Das schwarze Tor muss da ja auch noch hin. Da hinten kommt einer, um die Tiere zu holen. Ja, sonst wird er nicht so rennen. Im Arbeitsbereich des Tierpflegers besitzt kein Vivarium. Da sitzt er hier und trinkt Kaffee, der Gute. Sieht lustig aus. Wieso hat er denn keinen... Wir werden sehen. Eigentlich müsste er da hinten die Dings haben, die Bongos. Da kommen sie doch schon, die Otter. Also einer zumindest. Gucken wir mal. Na komm. Wahrscheinlich ist denen das Gehege jetzt zu klein, weil die hier nicht ins Wasser rein und rauskommen und so. Aber das wird sich dann gleich zeigen. Deswegen hol es hier jetzt dazu, das Tier. Wie groß sind sie, die Riesenotter? Oh, die sind größer, als ich dachte, tatsächlich. Krass. So. Gehege. Zu klein. Habe ich mir doch gedacht. Aber wir gucken jetzt, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil die nur diesen Teil hier berechnen mit dem Steg. Also, einmal passierbarer... Oh, nee. Passierbarer Bereich. Ah, die Landfläche. Das Wasser reicht um Längen, aber die Landfläche ist zu gering. Und dazu hatte ich geplant, darum kümmern wir uns gleich, und deswegen hatte ich geplant, hier so eine Holzrampe aus dem Wasser raufzubauen, dass sie da auch draufkommen. Und dann müsste es eigentlich mit der Wasserfläche reichen. Tiefenwasserfläche überrascht mich, 7000. Aber es wird wahrscheinlich der gesamte Sumpf gerechnet, weil das ist ja eine einzige Wasserfläche hier in diesem Sumpf. Das könnte natürlich sein. Wir kriegen das hin, Leute, mit dem Gehege. Wir kriegen das schön, so, schön otterig hier. Vielleicht eine etwas größere Rampe. Hat nicht geklappt. Wie weit ist denn das? 2x1 Meter, 4x2 Meter. 2x1 Meter, das wäre perfekt. Ne, 2x1 Meter wäre ja das hier. 4x1 Meter, das wäre perfekt. Aber das gibt's nicht, also muss ich mir hieraus eine basteln. Schlau ist er nämlich, der Taris. Jetzt machen wir nämlich aus den zwei Teilen ein Ding
und hängen das da nochmal vor und dann hängen wir das da sogar nochmal vor. Ich weiß ja nicht, wie groß, was die für Steigungen hier überwältigen können, die Otter. Deswegen gehe ich einfach davon aus, dass ich das ein bisschen flacher ansetzen muss. Oh. So. Wichtig immer zu einer Gruppe zusammenfassen, sonst verliert ihr die Nerven. Oder ich. Ich verliere sonst die Nerven. Okay. Ich hoffe, das reicht. Ich bin mir gar nicht so sicher, dass das überhaupt schon... Ich sehe die Wasseroberfläche nicht. Wir können das Wasser eigentlich wieder einfärben. Wieder untransparenter machen. So. Ja, das müsste theoretisch reichen. Erstmal muss ich die Eimer um 180 Grad drehen. So. Weiß nicht, ob es reicht, aber müsste eigentlich, ne? Aber ich sehe gerade, dass die Teile sehr schlampig aneinander gesetzt sind. Da müssen wir leider dran arbeiten. Normalerweise, das macht ja auch nach gut dünken oder wie er Bock hat. Mal kann man das zu einer Baugruppe zusammenfassen, mal nicht. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie. Also wann er das macht und wann er das nicht macht. So. So, na komm. Ja, es wird. Einigermaßen gleichmäßig dann aussieht, ist das ja okay. Ich glaube, 100% kriegt man es nie hin. Ich glaube, 100% kriegt man es nie hin. Aber es ist ja das, es zählt ja immer das, was die Besucher sehen. So, und nochmal reinschieben. Ja, schade. Ah! Jetzt aber. Oh Mann! Ist das wieder ein Ding hier? Komm, ich lasse das. Ich teste das jetzt nochmal, ob es reicht. Nee, nicht Gruppe jetzt. Komm, Schluss mit Gruppe. Dafür muss ich, glaube ich, einmal die Animation neu starten. Ja, aber es reicht leider immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es so geht. Es ist jetzt eine reine Vermutung. Weil steil sieht das hier nicht aus. Aber wir haben ja noch Raum für mehr. Also das Ding noch steiler zu setzen. Und sonst, das ist jetzt das Maximum, was ich hinkriege. Jetzt hat er da oben eine Fläche und hier unten... ist er direkt an der Wasseroberfläche. Okay, das heißt, das ist das Steilste, was geht. Das Flacheste, was geht. Nee. So. Einmal starten. Nee, geht nicht. Ist einfach nicht möglich. Aber es ist möglich, wenn ich
diese... Dafür kann man das Ding ausmachen. Wenn ich das Ding hier weiter durchziehe einfach... Könnt überhaupt mal eins hier draus machen, ne? Eins draus machen und das Ding weiter durchziehe bis an die... Bis an diese Insel. Das geht natürlich auch nicht, weil das jetzt da durch den Weg backt sich gerade. Ach, Leute. Sonntagabend, weißt du. Oh. Dann müssen wir eine... Dann müssen wir es anders machen. Ich bin ein großer Freund von anders machen. Ich kann allerdings auch nicht dafür garantieren, dass wir das jetzt fertig kriegen, weil ich gleich um 19 Uhr noch verabredet bin mit Leuten. Hier zum Nachschießen sozusagen von gestern. 2 Meter, 4 Meter Breite. Ja. Ich versuche jetzt hier mal was zu bauen. Ich hoffe, dass das einigermaßen klappt. Jungs, es kann gleich 5 Minuten später werden mit dem Nachschuss von gestern. Oder vielleicht auch 10. Weiß nicht, was mit dem Jan ist. Der wollte gerade was von mir, ich war aber nicht da. So, und jetzt können wir das hier auf der Wasseroberfläche weiter fortführen. Aber ich muss jetzt nach jedem Bauteil gucken, ob das für den Otter noch angenehm ist. Bevor ich hier zu viel mache. Aber er kommt in seine Höhle rein. Das heißt, um die Höhle muss ich mich tatsächlich nicht kümmern. In die Höhle kommt er rein. Das kann ich jetzt dieses Teil nehmen. Und es hier unten dran befestigen. Und dann kommt er da auch drunter durch. Und auf diese Stege kommen auch die Pfleger. Das heißt, ich kann auf diese Stege... Oh, nervt mich das gerade hier mit dieser... Mechanik. Ich kann auch auf die Stege die Futternäpfe zum Beispiel stellen. Weil der Pfleger wird hinten nicht bis zur Höhle durchkommen. Und hier passen doch die Tiere durch, hoffentlich, ja? Weiß ich nicht. Ah, nee, das könnte sein, dass sie da nicht durchpassen. Aber es ist so wichtig. Es wäre wichtig. Ah, sonst mache ich... Also ich weiß, was ich gleich mache. Ich mache das nicht gerne, aber ich mach's. Ich werde den Weg an der Stelle wegmachen und nochmal erhöhen. Ja, ja, die passen da leider sonst nicht durch. Und okay, und hier, das semsen wir mal ein Stück darüber. Das war nix. Da muss es in der grünen Achse einmal gedreht werden, genau. Und dann müsste es so hinhauen, eigentlich. Ich guck mal gerade, die Rampe runter sind sie ja noch gekommen. Genau. Wo ist das Tier hin? Im Wasser? Da ist es, alles klar. Ja, es kommt hier auf den Steg drauf, aber es kommt aus irgendeinem Grund, kommen die da nicht rauf? Es ist mir ein Rätsel. Aber ein Rätsel, das wir lösen müssen noch, Freunde. Oder ist das immer noch zu steil? Kann natürlich sein. Das hier ist nicht zu steil und das hier ist vielleicht... Oder es ist nicht breit genug, das kann auch sein. Dann versuche ich doch jetzt mal mit diesem Brett, das ist ja offensichtlich breit genug, eine Rampe da hochzubauen. Ah, halt.
So. Ich glaube, das klappt. Ich glaube, das Ding, dieses Ding gerade, dieses Affenkletterding war einfach zu schmal. Mhm. So ein Ticken, ne? Nee, das ist nichts. Es ist noch ein Ticken zu anders. Es ist halt anders. Den Rest, ja gut, den Rest müssen wir gleich irgendwie mit Grünzeug kaschieren. Ja, ja, dann muss ich das mit Grünzeug gleich irgendwie verkleiden, dann sieht das wieder besser aus. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich hoffe, der kommt da jetzt rauf, der blöde Otter. Nein, schlauer Otter. Sehr schlauer Otter. Ich muss den Weg nicht erhöhen, weil der kann hier auch raufschwimmen und dann so darauf laufen. Das geht auch. So, einmal neu. Jetzt haben wir es doch! Stark. Das hier, guck mal hier, der Aufgang ist sehr knapp bemessen, dieser Weg. Genauso wie der Weg hier runter. Dann war das gerade das Ding, was wir da, diese erste Rampe, die wir da hingebaut haben, war tatsächlich schlichtweg zu schmal für das Tier. Ich will es aber hier einmal nochmal mit den Stämmen anpassen. So. So, kann man auch gleich drauf kommen. Ah, wenn ich jetzt das Gelände gerade mache, ihm gefiel hier das Gelände noch nicht ganz. Kann ich das, ach du ahnst es nicht, was brauchen wir denn hier? Viel langes Gras bei Riesenottern. Das ist schon krass. Erde, viel zu viel, ist alles zu viel. Nee, Sand, die brauchen Sand, ach du ahnst es nicht. Okay, dann muss ich mal gucken, dass ich den Sand hier drunter versteckt kriege. Weil nach Sand sieht das hier alles nicht aus. Aber es zählt ja auch nur das, was... Wir haben hier noch... Hier können wir auch noch ein bisschen Sand drunter verstecken. Oh, und den Boden. Zählt das? Warum zählt das im Wasser eigentlich nicht, Leute? Das wäre doch mal was, wenn das Wasser einfach mitzählen würde. Hätten wir alle nichts gegen. Wo war das denn? Ich glaube, bei den Bongos hatten wir auch irgendwas mit Sand, ne? So, 17, 18. Hier können wir auch Sand reinmachen. Da legen wir gleich Blätter drüber. Wo sie schlafen können. Ah ja, wir nähern uns. Und wenn wir das hier abdichten... Ne, das ist mir zu risky. Hier noch, ne? Müssten doch gleich hier bei 28% Sand angekommen sein. Oder was machen wir? 30% Sand? Oh je, ich hatte noch nie ein Gehege, wo ich so daneben lag. Wir ziehen hier gleich die Barriere noch ein Stück weiter nach hinten. Treffen uns eigentlich gleich um 19 Uhr oder nicht? Ja, wir treffen uns gleich um 19 Uhr. Könnte 5 Minuten länger dauern. Ich muss erst das Ottergehege fertig bauen. Aber wir treffen uns gleich um 19 Uhr. Ich
Ich hoffe, das reicht jetzt. Gucken wir mal, ob der jetzt da... Hier, warte, hier gehen wir auch nochmal ein Stück nach hinten. Zählt nur alles, was in diesen Barrieren ist, an Sand. So. Ja, jetzt reicht's mit dem Sand. Jetzt reicht's auch mit der Erde. Jetzt brauchen wir langes Gras. Ja, wo kann ich das denn noch hin machen? Und kurzes Gras. Kurzgras ist kein Problem. Ich guck grad. Kurzes Gras ist... Es ist alles ein Problem gerade. Es ist zu viel Fels. Wo haben wir denn Fels gemacht? Ich erinnere mich gerade nicht, wo wir Felsen haben hier in dem Gehege. Ich sehe nur, dass wir wieder Lücken drin haben. Oh, die nicht sein sollen. So. Kennst du eigentlich das Tovaland? Natürlich kenne ich das Tovaland. Okay, gucken wir weiter nach unserem Gebiet hier. Ach, wir haben noch 25 Minütchen. Oder auch 30. Die Jungs sehen es mir sicher nicht nach, wenn ich hier ein paar Minuten länger mache. Aber knapp hier, ne? Immer noch nur 748 Quadratmeter Land. Kurzes Gras. Wo bringe ich das denn jetzt ein? Ich wüsste gerne, wo ich hier Felsen im Gehege habe. Ich glaube hier oben, ne? Nee, das zählt nicht mit. Doch! Das zählt hier mit. Ah, das ist die Felswand, die der hier anzeigt mit 13% und so stellenweise. Na? Oder auch nicht. Hat gerade auf 1% hier reagiert. 2%? Okay. Oder ist hier hinter noch? 3%? Okay. Oh! Ist wieder zu wenig Sand. Aber ich nehme ohnehin mal hier gerade den groben Sand. Der gefällt mir, glaube ich, besser. Sehr schön. Jetzt haben wir 32% Sand. Jetzt können wir hier noch mit dem Gras weiterarbeiten. Jetzt muss ich wieder irgendwo erdige Teile finden. Hier können wir vielleicht noch ein bisschen... Reicht doch alles nicht. 6%. Oh je. Ah, hier. Pass auf. Wir machen hier noch ein bisschen. So. Da kommt gleich was drüber gepflanzt. Was Bodendeckendes. Es muss ja eh noch versumpft werden. Das reicht. Jetzt wird es schwieriger, das lange Gras noch zu verteilen. Aber das bekommt 400 Rides. Achso, das habe ich gesehen. Ja, ich gucke auch beim Broding-Kanal. Ich weiß sowas auch immer. Zählt das hier mit? 1%, ist ja zu wenig Sand drin. Es ist doch so ZK hier, ey. Wir machen das jetzt. Dass aber auch die Wasserfläche nicht dazu zählt. Ist das ätzend, ey. Mann, das ist wieder typisch Frontier. Diese ganze Kacke hier, echt. Also manchmal schaffen die sich selber ab mit ihren Ideen. Das gefällt mir echt. Das ist alles Kacke hier. Ich kotze gleich auf den Tisch, echt. Ksch. Ich habe noch nie einen Otter gesehen, der Sand braucht. Und ich habe schon mal Otter gesehen. Ich weiß auch nicht, wo ich nach dem Fels suchen muss, den er da noch sieht, ey. Oh Mann. Ich versuche jetzt mal hier das Gras drunter zu machen. Das Sand, der Sand kommt dann da auf dieses Mittelplateau. Ja, dann kann ich eher das Mittelplateau versanden, vielleicht gleich noch mit einem Trick ein bisschen dunkler machen. Aha, das mit dem Fels hat sich jetzt also erledigt. Der Fels stimmt. Nein, ich mache vorher die Cam aus. Dann hört es vielleicht nur. So. Ich habe jetzt auch endlich gefunden, wo zu viel Fels war. Komm Leute, noch 1% langes Gras, dann haben wir es doch. Fehlen schon wieder 7% Sand. So, jetzt noch 7% Sand hier auf die Mitte.
Haben wir jetzt immer noch nicht genug Sand? Ja, meinst du, wenn du es hörst, das ist schlimmer, als wenn du es siehst? Wäre ich mir gar nicht so sicher. Komm Leute, 1% Sand, das kriegen wir doch noch hin, oder? Jetzt ist wieder zu wenig kurzes Gras da. So, und jetzt noch 1% langes Gras. Aber dann ist wahrscheinlich... Ja! Wir haben's! Sehr schön. Bepflanzung. Oh, Leute, da können wir richtig jetzt die Sau rauslassen. Soll ich mal die Sau rauslassen? Nein, um Gottes Willen. Halt, die Helikonie nehmen wir nicht mit. Welches Gehege ist das überhaupt? Von den Dingskaimanen, ne? Ja. Ist die Insel gleich groß? Ach, das wäre zu schön gewesen. Egal. Wir pflanzen das hier trotzdem drauf. Mach das hier weg. Ich muss jetzt sehen, dass ich diese Insel hier entgrast kriege, also weitestgehend. Wenn das hier so ein bisschen durch das Mehl da durchguckt, durch das Mehl sage ich, durch das, durch die Grundnessel, durch das Mehl, ist das gar nicht so schlimm. So, das wäre das. Jetzt können wir dann hier noch dieses schicken Steinkranz drum bauen, den wir auch hier bei den Inseln immer haben. Oh, guckt hier, da liegt er. Der Ganges-Gavial. Stark. Liebe diese Tiere. Endspurt, Leute. ...20 Uhr gleich nochmal ein bisschen Minecraft, vielleicht auch erst 20.15 Uhr. Er rechnet mit 20.15 Uhr. Was für eine GPU hast du? Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Weiß nicht, weiß gerade. Sowas muss ich nachgucken, sowas darfst du mich niemals fragen. Ich fürchte, wir müssen Mordor abgesetzt machen, liebe Freunde. Das wird sonst nichts mit der Performance. Mordor kommt in einen anderen Zoo. So leid mir das tut. Ich versuch's natürlich einmal nächste Woche. Aber ich bin im Moment leider nicht guter Dinge. Ich möchte nochmal meinen Respekt aussprechen wegen gestern Abend Braincraft. Ja, wenn es dir gefallen hat, das freut mich sehr. Ich weiß sowas nicht, Monkey. Muss doch nicht alles wissen. Ich weiß, was das seltenste Erz in Minecraft ist, aber ich weiß nicht, weiß, aus dem Kopf weiß ich das echt nicht. Ich gehe mal in den Laden und sage, ich will das Beste. Manchmal mache ich das auch mit diesem Berliner Slang. Und in der Regel kriege ich dann das, was Gutes zumindest. Ah, ich glaube, das nehme ich schon mal mit hier. Ne? Ist das ein gutes Patch? Ja, das ist ein sehr gutes Patch. Das nehmen wir mit. Aber ich bin so einer, wo es dann heißt, was ist ihnen das wert? Und dann sage ich 5.000 Euro und dann wischen die den Preis 3.000 Euro weg und schreiben 5.000 hin. Weil ich von sowas keine Ahnung habe. Was war eine doofe Frage? Ich kann doch nur doofe Fragen. Ach so, das mit dem Erz. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, ja. Das war keine doofe Frage, das war richtiges Pro-Wissen. Aber ich wusste ja nicht, dass ihr das nicht wisst. Das seltenste Erz. Aber ich fand die Frage, die war richtig gut. Die wäre eigentlich was fürs Prominenten-Special. Weil die müssen es wissen.
Nein, nein, ich hab. Der Computerfachmann meines Vertrauens verkauft mir keinen Mist, das weiß ich schon. Da bin ich mir absolut sicher. So, wir dürfen ja auch nicht vergessen, hier ist ja auch später wieder Nebel, ne, im Wasser. Guckt ihr noch Wasser durch? Ja. Dann kommen wir zu den Bäumen. Und hier kommt das schwarze Tor hin übrigens, nach Mordor, Leute. Nächste Woche kommt da das schwarze Tor hin. Vermutlich am Dienstag. Das ist schon fertig. Und dann kommt das hier als Übergang hin nach Mordor. Und dann kommt Mordor mit dem Barad-dûr. Und dem Schicksalsberg. Beides wird ein Gehege sein. Also der Barad-dûr wird eine Gehegedekoration sein. Und der Schicksalsberg wird im Grunde genommen ein Gehege sein. Aber wie gesagt, da muss die Performance mitspielen. Allerdings so voll wie dieser Zoo hier ist, ne? Schlecht ist meine Performance ja erst hier mit dem Ende der Sümpfe geworden, ne? Aber hier ist ja auch so viel Zeug tatsächlich inzwischen drin. In diesem Zoo. Braucht man ein paar Felsen gerade noch, so ein paar sowas hier. Nee, das mache ich nicht. Ich nehme den jetzt hier einzeln mit. Sonst muss ich wieder schimpfen. Das ist auch nicht gut. Ja, aber ich merke schon, einfach nur beim Drehen geht's schon in die Hose. Schade, ey, das wird nichts mehr. Dann machen wir nächste Woche noch ein Mordor-Spezial. Da mache ich eine Folge draus für YouTube. Ich glaube, das Gehege mit dem Schicksalsberg wird eine reine YouTube-Folge und im Stream bauen wir dann das Gehege mit dem Barad-dûr. Ich hätte so gerne mit dir dran, an diesem Zoo, aber das wird nicht klappen, Leute. Der Otter wird jetzt direkt hier durch diese Felsformation schwimmen. Weil die KI ihm schon gesagt hat, schwimm in diese Richtung. Wollen wir mal gucken, was er macht? Boing. Ah ne, doch, genau durchschwimmen, habe ich ja gesagt. Jetzt wird er nämlich da eingekistet und da kommt er wieder raus. Das ist der zweite. Jetzt ist der eine weg. Er ist in diesen Felsen drin, oder? Ah je. Gucken wir mal, wo der steckt. Ricardo. Das ist Ricardo, ist der neue, also. Wo steckt der andere denn jetzt? Ne, ist rausgekommen. Doch, da ist er. Er ist rausgekommen. Alles klar. Was passiert hier? Ja, das weiß ich doch alles. Wir machen jetzt noch ein bisschen Bepflanzung. Übliche Verdächtige, liebe Freunde. Und dann ist es 5:05. Riesenotter. Ich nenne die ersten drei Kinder PB und J Otter in diesem Gehege. Als Hommage an meine lieben Freunde PB und J Otter, die ich richtig gefeiert habe früher. Und auch heute noch, aber ich kann sie nicht mehr gucken, weil ich keinen Fernseher habe. Oh! Welche Taste macht das immer auf? Das muss ich ändern, weil ich drücke sie doch recht häufig.
Wie heißt der Baum? Den gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Gelber Trompetenbaum. Dann mach mal ein bisschen mal einen anderen gelben Trompetenbaum hier. Ja, das ist nämlich der. Und den gibt es auch noch in groß. Ach, guck an. So, dann kriege ich auch die Toiletten von hinten schon mal verkleidet. Ah, nee, das backt da ein bisschen. Das ist nicht gut. Das ist auch Trompetenbaum, aber ohne Trompeten. So. Noch ein Totenbaum. Ein Totentrompeter. Hier kommt noch ein toter Trompeter hin. Das ist schon wieder insane zugesumpft hier, aber das ist okay so. Ein paar Holzstümpfe. Ein paar Holzschlümpfe. Super! Und das ist Landschaft, das machen wir morgen in der letzten Folge von den Totensümpfen. Mach das hier wieder runter. So. Ja, ist doch gut geworden. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was zu fressen für die Jungs. Oder das wird jetzt nochmal spannend. Ich glaube, dafür erweitere ich hier dieses Plateau doch nochmal kurz um ein Eckchen. Aber sicherlich nicht mit hohem Gras. Tja, es stimmt das gleich eh wieder nicht. Die Dingsverteilung. Na? Nee, das funktioniert nicht. Ah, Moment. Ich hatte gesagt, ich kann das hier auf den Holzsteg problemlos setzen. Da kommen die Pfleger wahrscheinlich auch noch dran. Wo haben wir ihn? Der Reezy Otter. Na. Alles klar. Ach, guck mal hier. Das ist immer einfach, wenn man diese Unterwasser-Futterspender setzen kann. Weil die müssen nicht gewartet werden und die geben auch viel, viel Spielperformance und so. Dann setzen wir doch gleich noch einen zweiten hier rein. Plus Futter, also das hier sind wirklich Allrounder. So. So viel dazu. Und zu fressen gibt es da natürlich auch noch von denen, ist ja klar. Dann. Ah, es sind Fleischfresser. Also gibt's nur dieses blöde Fresstablett. So. Wasserschüssel Great. Le Grand Wasserschüssel. Ah oui, hier. Ah oui, das passt. Hätten wir das. Da hinten kommen die Pfleger nämlich nicht hin. Hier können wir nur Spielzeug ohne Futter machen. Zum Beispiel diesen formidablen Karton. Und vielleicht... Ne, keine Ente. Oh, ich mache hier noch so eine Düse hin, ne? Ja, fällt nicht auf, macht aber Wasser. Warte. Und wie sie Wasser macht. Sehr schön. Es lässt es fast romantisch aussehen an diesem Sumpf. Okay. Ah, genau. Passierbarer Bereich. Gerade mal überhaupt checken für das Personal. Das habe ich mir nämlich gedacht. Die kommen nämlich nur genau bis hierhin. Das heißt, wir machen hier nochmal ein zweites Fressbrett hin. Einfach überall dahin. Ach so, ich erinnere mich. Es ist hier jetzt plötzlich eine Baugruppe. Einfach die Fressbretter dahin machen, wo auch das Personal hinkommt. Ja, das müsste reichen. Wir holen jetzt noch ein Weibchen dazu. Also ich guck mal noch, ob ein Weibchen vorhanden ist. Gerade war... Oh, guck mal hier. Der ist aber auch schön. Der Javier. Ist ja fast... Ist ja sogar noch besser als der andere von eben. Aber die Mädels gefallen mir hier gar nicht. Adelita. Da gucken wir nächste Mal nochmal. Vielleicht haben wir nächste Mal morgen... Ist das ja schon morgen Abend da ein besseres Angebot. Ich würde sagen, liebe Freunde, ich versuche jetzt noch wie immer das obligatorische Thumbnail zu machen. Im On. Und dann
beenden wir das. Dann kommt er mal hier hin. Der Karton kommt gerade noch mal weg. Wupp, da ist er. Warten wir, bis das Goldzeug weg ist. So. Dann muss ich den Nebel einschalten. Das ist auch wichtig, um Sumpfflair hinzukriegen. Natürlich doof, weil der Nebel erst dann aktiviert wird. Aber dann kann ich den Otter gleich nochmal neu platzieren. Nebel wird ja erst dann aktiviert, wenn die Animation gestartet ist. So, ah, da nebelt es. Sehr gut. Otter sind halt sehr klein. Warte, komm mal hier an den Sand, an den Dingsbereich. Ja. Ja, ich bin leider nicht zufrieden. Wie immer. Thumbnail ist ja so eine Sache, aber ich muss das jetzt unbedingt gleich noch bei YouTube hochladen. Ah! Ja! Sieht ein bisschen aus wie eine Echse, ne? Aber das trifft es schon mal. Oder ist die Richtung besser? Die Richtung ist... Ah, schade. Eine Mischung aus beiden Richtungen wäre richtig gut. So ist das doch geil, ne? Die passen, weil die so nackt sind. Die sehen, einer von denen wird gleich Gollum heißen. Pass auf, ich mache hier das mal ein bisschen runter. Das ist eh Schwebezeug. Wir wollen kein Schwebezeug. Das nicht runter machen, ich muss das hier nur rüber machen. Ja. So, oder? Nee, das ist nicht gut. Hier oben Planet Zoo hin, hier Mittelerde Zoo hin, hier unten Totensümpfe Teil 3, Teil 4. Ja, das ist mein Thumbnail. Ist auch schön, dass er mit den Pfötchen da auf dem Steg ist und nicht schwebt. Finde ich gut. Das ist mein Thumbnail. Da haben wir auch ein bisschen Sumpfcharakter. Ah, es ist es nicht. Ich muss einmal hier nochmal an der Pflanze arbeiten. Die backt da leider noch durch den Steg durch. Jetzt aber. Machen wir es nochmal. Ich kann aber auch einfach G drücken, dann ist das ganze Interface auch weg. Genau.